Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Star TV live im offenen Kanal Wittlich. Bevor ich mit der Sendung jetzt anfange, darf ich Sie darauf hinweisen, dass wir ganz bewusst in Schwarz-Weiß senden, denn zumindest die Anfangszeit, denn wir wollen ja ein bisschen in alten Zeiten schwelgen, alte Geschichten aufkochen, nochmal erzählen und da gehört es irgendwo dazu, dass wir auch im Rahmen von Schwarz-Weiß-Sendung dann an diese Sachen erinnern. Gut, ansonsten zu Beginn wünsche ich Ihnen allen ein gutes neues Jahr, einen guten Start ins neue Jahr und viel Spaß, nicht nur heute, auch in Zukunft mit der Sendung Star TV live. Das natürlich auch im Namen aller Mitglieder von unserem Team. So, es war ja groß angekündigt in der Zeitung. Ich habe jetzt hier den Artikel lesen. Liegen. Ja, es stand also ganz groß in der Zeitung, dass wir also jetzt wieder eine Sendung machen und Überschrift, im Saloon war die Hölle los. Im Saloon war die Hölle los ist also ein Themenschwerpunkt. Dazu haben wir auch gleich zwei Gäste, die dazu bestimmt eine Menge zu erzählen haben. Aber ich hoffe natürlich auch, dass Sie, liebe Zuschauer, sich an der Sendung beteiligen. Und zwar, so wie es auch in der Zeitung gestanden hat, es wäre schön, wenn Sie, die sich früher vielleicht auch mal den einen oder anderen Abend im Saloon eingefunden haben, an diese Zeit erinnern. Vielleicht haben Sie schöne, nette Geschichten, die Sie uns vielleicht erzählen können. Rufen Sie an. Vielleicht kann die Regie mal die Telefonnummer einblenden. Ja, geht das? So, da haben wir sie. Also unter dieser Nummer sind wir hier im Wittlich im OK live zu erreichen. Und wie gesagt, es wäre schön, wenn Sie im Laufe der Sendung sich daran beteiligen, hier anrufen und so den einen oder anderen Schmankerl erzählen. Vielleicht haben Sie Ihre Frau da kennengelernt, vielleicht haben Sie Ihre Frau da wieder weggeschickt, ja, oder haben sonst was gemacht, ja, über das Sie bisher noch nicht gewagt haben zu sprechen. Aber jetzt ist die Zeit reif, jetzt muss es raus. So, dann haben wir auch ein Preisrätsel. Dieses Preisrätsel sieht wie folgt aus. Ich werde Ihnen gleich einen Ausschnitt vorspielen auf CD, und zwar gibt es noch einen Original-Mitschnitt aus vergangenen Saloon-Zeiten. Das heißt, früher hatte man eine Kassette in den Kassettenrekorder reingetan und den wurde das laufen gelassen und alles das, was dann an Musik gespielt wurde, was an Kommentaren gelaufen ist, was an sonstigen Dingen gelaufen ist, ist auf dieser Kassette drauf. Davon existieren noch drei Kassetten und davon ist eine auf CD gebrannt. Und ein kleiner Ausschnitt werden wir nun Ihnen jetzt vorspielen. Und ich habe ja gesagt, Preisrätsel. Sie müssen erkennen, um welchen Discjockey es handelt. Sie hören also genau zu. Und wenn Sie den Discjockey erkannt haben an der Stimme, rufen Sie hier an und Sie können dann diese CD gewinnen. Das heißt, unter allen richtigen Anrufern verlosen wir am Ende der Sendung diese wunderbare, wie heißt sie, 75 Oldies Best. Das sind also ganz bekannte Gruppen drauf, Spencer Davis Group, Marmalade, was haben wir noch hier, Casey and the Sunshine Band, Dave DiDozy, Biggie McIntitch. Wer kennt nicht Dave DiDozy, Biggie McIntitch? Mal nachsprechen? Ja, gar nicht so einfach. Sagen Sie Dave D und Co, geht auch. Dann haben wir den Roger Whittaker, Bee Gees. Also eine ganz interessante Sammlung an ganz tollen Oldie-Liedern, also vielleicht ein kleiner Anreiz, hier anzurufen. Aber Voraussetzung, Sie erkennen diesen Discjockey. So, ich hoffe, die Technik... So. Das ist also ein Original-Mitschnitt von 1983 live im Saloon aufgenommen. Und die Frage ist, wer ist dieser Discjockey? Ich brauche nur den Vor- und Nachnamen, mehr nicht. Schuhgröße und andere Dinge sind nicht so interessant. Aber ich mache Musik noch ein bisschen leiser.
Jo. Danke, danke. Zu großzügig. Wir kommen zum wichtigsten Teil des heutigen Abends. Na, könntest du weiter schon wieder. So immer so weiter. Naja, vorläufig noch. Bin weiter nicht richtig. Vorläufig noch nach dem alten Modus. Auf dieser CD. Hey, am 1. Mai. Haben wir die auf dieser CD Saloon. Da kommt nämlich der neue Modus. Eine tolle Zeit. So. Im Hintergrund läuft die Schlagerfrage. Ist da wohl nicht schwer gewesen. Na? Aber einige haben immer noch erkannt. Sich aber dann richtig informiert, sodass alle richtig haben. Die Lösung war, also ich denke, das müsste jetzt mal ausreichen. Ja, ich habe sie gerade eben ins Bild gehalten. Das ist also diese CD. Die gibt es also nur ein einziges Mal. Da sind also die Dinge drauf, wie sie früher im Saloon gelaufen sind. Einmalige Sache. Gut, so, dann muss ich weiter mit der Technik hier machen. Denn ich darf den ersten Gast begrüßen. Und um den zu erkennen, spiele ich Ihnen zuerst mal eine kleine Erkennungsmelodie vor. Das heißt, mein erster Gast war Discjockey, heute sagt man DJ im Saloon, aber er wird da gleich mehr dazu sagen, wie man ihn früher genannt hat, ob das DJ war, Discjockey oder ob man andere Bezeichnungen für ihn hatte. Wenn er hinter Mikro war oder wenn er hinter das Mikro ging, erfolgte erst einmal folgendes Lied, jetzt muss ich mal gerade nachsehen. Ah. Kleinen Moment, Sie haben ja im Moment sowieso nichts anderes zu tun, hoffe ich. Na? Haben Sie etwas Geduld? Laufen Sie nicht weg. Wir laufen auch nicht weg. Na? Die Technik. Na? Sie können derzeit ja ein bisschen am Klo gehen oder Chips holen oder sonst irgendwas. Ah, da ist es. So. Na, jetzt habe ich noch keinen Namen genannt von unserem ersten Gast, aber Stammbesucher des Saloon wissen genau, wen wir jetzt begrüßen dürfen. Herzlich willkommen hier in der Sendung. Weinand, hallo. Hallo Friedhelm. Richtig. Ja, Friedhelm, darf ich dir mal Platz anbieten hier? Kennst du die Musik noch? Einigermaßen, ist schon so lange her. Ist schon einige Zeit her. Ja. Okay, so, bevor wir jetzt uns unterhalten, rufe ich dann den zweiten Gast rein. Der hatte wiederum auch seine eigene Erkennungsmelodie. Kleinen Moment. Aha. Na? So. Das war also jetzt sein Lied. Aha, das geht ein bisschen schneller. Können Sie sich daran erinnern, als Sie im Saloon waren? Wer ging jetzt hinter das Mikrofon? Ja, der Klaus Nürn, herzlich willkommen. Guten Abend. So, auch für dich haben wir den Stühlchen hingestellt. So, kennst du auch noch die Musik? Ja, sicher, klar. Ja. Läuft abends noch zu Hause, ne? Läuft noch zu Hause. Und dann müssen alle im Wohnzimmer sich hinsetzen und kriegen dann für die Musik vorgespielt. Keine Geschichte von meiner Frau gesagt, guck mal, das war Papa damals. Ah, so, okay. Dann schalte ich mal langsam runter. So. Also ich mache nochmal den, erinnere nochmal an den Aufruf. Bitte, wenn Sie irgendwelche Geschichten vom Saloon noch in Erinnerung haben, es waren hoffentlich nur schöne, rufen Sie ja an, erzählen Sie uns, ja, aber bevor der große Ansturm auf das Telefon losgeht, ja, Friedhelm, früher Discjockey im Saloon, wie lange? Oh, da müsste ich ausholen. Das waren eigentlich drei Etappen. Die erste Etappe begann Ende 1973 und dauerte etwa ein halbes Jahr, bis ich zur Bundeswehr ging. Dann habe ich nach meiner Bundeswehrzeit 1976 wieder angefangen, zu Beginn des Studiums, bis 1983 und dann nochmal 1991, 92 in einem letzten Aufbäumen und dann war schließlich Schluss. Also alles in allem von 73 bis 92 in mehreren Etappen mit Unterbrechungen. Ja, schön lange Zeit. So, jetzt Klaus, bevor ich zu dir komme, habe ich schon den ersten Hinweis darauf, dass wir einen Anrufer in der Leitung haben.
Dann darf ich mal fragen. Herzlich willkommen in der Sendung StarTV. Mit wem haben wir zu tun? Der Rudolf. Wer bitte? Der Rudolf. Der Rudolf. Und? Bitte? Bitte, Rudolf. Entschuldigung, zuerst mal, darf ich du sagen? Bitte? Darf ich du sagen, könntest du mal den Fernseher ein bisschen leiser machen, weil wir haben eine Rückkopplung und verstehen dich sehr schlecht. Ja, mach ich. Wer ist Rudolf? So. In der Zwischenzeit sind wir auch wieder übergewechselt in Farbe. Wir sind also jetzt auf dem neuesten Stand der Technik. So, Rudolf. Ja, herzlich willkommen in unserer Sendung. Ja, danke. Hast du eine interessante Geschichte zum Thema Saloon uns zu erzählen? Nein, ich wollte vergessen, weil da ist ein bisschen jünger. Bitte? Ich bin mal ein bisschen jünger, ich weiß gar nicht, was da ist. Saloon. Ich wollte mal wissen, was da überhaupt ist. Tut mir leid, Rudolf, ich kann dich unheimlich schlecht verstehen. Darf ich die Regie mal fragen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass... Weil irgendwie haben wir eine Rückkopplung. Hast du denn den Fernseher jetzt leiser gemacht? Ja, ja. Hast du ein schnurloses Telefon? Weil das wäre ja schade. Also im Hintergrund läuft nicht die Musik, die früher im Saloon gelaufen ist. Das darf ich also vorweg sagen. War doch anders, ne? Ja. Ja, jetzt verstehen wir es besser. Ja. Okay. Oh. Also ich hoffe nicht, dass das da sich jetzt länger hinzieht, denn so wollen wir die Sendung dann nicht durchziehen. Jetzt klappt's. Jetzt klappt's? Ja. Okay. Ja, dann nochmal von vorne. Herzlich willkommen, Rudolf. Was ist jetzt deine Frage an uns? Ja, was war der Saloon? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich bin noch etwas jünger. Ich würde gerne wissen, was der Saloon war, was das ist. Ja, gut, okay, soweit kamen wir noch gar nicht, das zu erzählen. Nur mal zur Information, also der Saloon war eine Diskothek in Wengerrohr, unterhalb des Hotels zur Post, so richtig, ja. Und ja, aufgemacht, Wilhelm, wann wurde er aufgemacht? 1968 wurde er also aufgemacht, der Saloon. Und war, wie gesagt, eine Diskothek, die also sehr stark, heute würde man sagen, frequentiert wurde, besucht wurde. Und ja, der natürlich dann auch, bis er geschlossen wurde, 1984. Ist das richtig? Ja, also eine Zeit lang zu. Ja, aber so ganz in Gang kam es dann doch nicht mehr. Nee. Also kann man sagen, so 84 war so die große Zeit, war eigentlich vorbei vom Saloon. Und aber dennoch, das waren ja doch einige Jahre und da sind so viele Sachen passiert, auch an lustigen Sachen, die ich jetzt noch weiß und meine Zeit lag so zwischen 77 auch bis zum Ende 84, habe ich so viele Sachen erlebt, dass ich gesagt habe, okay, darüber könnte man eine Sendung machen, aber die Geschichten, die ich erlebt habe, alleine reichen jetzt nicht aus und daher hatten wir auch die beiden Gäste eingeladen. Bruder, ich krieg jetzt nochmal einen Hinweis auf die Regie. Ist dein Fernseher ausgefallen oder leiser? Ich bin im anderen Raum. Ja, weil wir haben irgendwie doch eine Rückkopplung, die jetzt nicht unbedingt durch unsere Technik jetzt verursacht ist. Das tut mir natürlich jetzt leid. Aber konnte ich denn soweit deine Frage jetzt ein bisschen beantworten, damit du weißt, um was es jetzt geht in der Sendung? Ja, nur toll. Ja? Nur toll. Ja. Also es tut mir irgendwie jetzt leid. Für mich, für alle, die jetzt die Sendung zusehen. Ich würde sagen, wir unterhalten uns mal mit den Gästen jetzt ein bisschen weiter und hoffen, dass das Problem sich in irgendeiner Weise löst. Rudolf, es tut mir leid. Ja. Ja, vielleicht kannst du es nachher nochmal probieren. Ja? Jetzt ist ein bisschen besser, ja? Ja. Ja, also soweit ich das verstanden habe, ging deine Frage in die Richtung, was der Saloon war und ja. Ja, war das Rudolf. Gut, dann haben wir diese Frage, denke ich, beantwortet. Dann, denke ich, gehen wir weiter zum Klaus. Klaus, du warst auch Disc-Jockey. Sagt man eigentlich, hat man damals auch schon DJ gesagt? Ja, DJ war eigentlich schon super modern.
Ja, Disc-Jockey, nein, oder leg halt mal eine Platte auf, gell? Ja, Plattenleger. Riesenleger, genau. Das ja. waren die, ne? Okay, wie lange warst du Disc-Jockey? Ja, als Disc-Jockey von 1976 an, aber ich habe vorher bereits etwas über ein Jahr bedient im Salon als Bedienung und dann ist unser damaliger Disc-Jockey Herbie ausgefallen, Herbert Mechtel. Und ich habe von ihm die Oldie Hitparade übernommen und habe dann Disc-Jockey gemacht, eigentlich durchgehend bis 1994. Und dann nachher, als dann aufgemacht wurde, auch nochmal hin und wieder. Aber das war dann wirklich nur noch abklingend. Mhm. Ja. Und hat es auch Spaß gemacht? Ja, sonst hätte ich es nicht so lange ausgehalten, gell? Ja. Welche Musik hast du denn so gespielt? Weil du sagst, du hast die Oldie Hitparade. Hast du überwiegend Oldies gespielt? Ja, man konnte also sagen, jeder Abend war irgendwo einer bestimmten Musikrichtung zugeteilt, grundsätzlich zunächst einmal. Es gab halt die aktuelle Hitparade mit den aktuellen Hits dieser Zeit. Dann gab es halt die Oldie-Hitparade. Dort wurden dann Songs gespielt, die also mindestens, ich sag mal, 7, 8, 9 Jahre alt waren, auch schon ältere. Und dann gab es eine Verlosung am Ende, haben wir ja eben im Intro gehört. Ja. Ne? So, und dann zum Schluss, wenn die Verlosung rum war, war eigentlich auch die Hitparade gelaufen und dann wurde wieder eigentlich bunt gemixt gespielt. Also dann kamen aktuelle und auch Oldies dann zum Zuge. Wurde dann auch der DJ wieder ausgewechselt oder konntest du das dann weitermachen? Nein, in aller Regel war zur Verlosungszeit ein zweiter DJ da, beziehungsweise in der Zeit, wo der Disc-Jockey die eingegangenen Teilnehmerkarten ausgewertet hat. Da hat ein zweiter Disc-Jockey dann das Ganze übernommen und hat dann halt normale, in Anführungszeichen, Musik gespielt. Und wenn die Verlosung dann aus war, beziehungsweise während der Verlosung, war auch dieser zweite Disc-Jockey wieder drüben in der Diskothek. Ich sage bewusst drüben, weil vielleicht kann der Friedhelm nachher noch erzählen, wie unser Kapuff da ausgesehen hat. Ja, und anschließend ging es dann halt weiter bis um 1 Uhr, beziehungsweise samstags dann um 2 Uhr. Ne? Und manchmal dann, wenn die Tür nach außen verschlossen war, dann auch schon noch ein bisschen weiter. Ne? Kann man ja jetzt sagen. Ne? War das jetzt Hobby oder war das Job? Hat man also dafür Geld bekommen? Man hat schon Geld bekommen, ja. Aber es war so eine kleine Nebenbeschäftigung. Man ging ja ohnehin in den Saloon. Ja. Und ja gut, ob man dann vor der Diskothek stand oder dahinter gesessen hat und hat Platten aufgelegt, das war eigentlich egal. Man hatte seinen Spaß. Ja. Wenn du es ansprichst, Spaß... Hat es wirklich Spaß gemacht, weil ich stelle mir das ziemlich nervend vor, wenn man dann so die Platten auflegen soll, dann kommt doch ein Nasenlang jemand anderes, spielen wir mal die Platte und dann hat man nachher so einen Stapel Wünsche gehabt und dann kam war schon eine Viertelstunde der Erste gelaufen und gesagt, ja, ich war doch eben gerade bei dir, warum hast du meine Musik nicht gespielt? War das nicht nervig oder hat sich das in Grenzen gehalten? Ich denke, man konnte das Beste draus machen, denn wenn man viele Wunschaufnahmen hatte, dann hat einem das die Arbeit abgenommen, sich selber ein Programm zusammenzustellen. Man hat natürlich dann bei den Wünschen darauf geachtet, wenn gerade was Schnelles lief und es wünschte sich jemand was Langsames, dann hat man natürlich den langsamen Wunsch etwas nach hinten geschoben, bis man dann so eine kleine langsame Phase eingelegt hat. Und gut, es kamen schon mal Leute, die einen ein bisschen genervt hatten. Also ich kann mich an einen erinnern, der immer kam und sagte, spiel mal Blues, spiel mal Blues, spiel mal Blues. Und immer zu der Zeit, als gerade Soul oder irgendwas Schnelles lief. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt kriegst du'n. Und da habe ich gesagt, jetzt spiele ich sofort eine Bluesplatte für dich. Und dann habe ich, glaube, Going Up the Country von Canned Heat gespielt. Das ist ja Blues im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann war er tierisch enttäuscht, denn er wollte eigentlich nur was Langsames hören. Clever. Kommen wir nochmal zurück an die Anfänge. Wann warst du das erste Mal im Saloon? Das erste Mal war ich im Saloon kurz nach seiner Eröffnung 1968. Da durfte ich eigentlich noch gar nicht rein, da war ich 13. Und das hatte folgenden Hintergrund. Mein Vater hat die Elektroinstallation im gesamten Saloon verlegt. Und ich musste natürlich, weil das eben damals eine Sensation war, so eine Diskothek im Dorf, auf dem Dorf, musste ich natürlich mal meine Nase da reinstecken, um zu gucken, wie das ist. Damals war der Saloon noch... sonntags mittags ab 14 Uhr geöffnet und mein Vater hat dann beim damaligen Besitzer, beim Rainer Sips, angerufen und hat gesagt, pass mal auf, der Friedhelm kommt mal und guckt sich das mal an, schmeißt den nicht gleich raus, der ist noch keine 16, damals wurde nämlich streng drauf geachtet und dann bin ich da sonntags mittags hin um 2, habe mir meine Cola reingezogen, die damals, wenn ich mich recht erinnere, 1 Mark gekostet hat. Das war 1968 ein Haufen Geld. Ja, heute Dumping. Ja, also heute, dafür sagt man dir heute gar nicht mehr guten Tag.
und bin dann nach einer Stunde wieder gegangen und das war also mein erster Saloonbesuch. Regelmäßig bin ich eigentlich so ab 1971 reingegangen, schön wie es sich damals gehörte, man war 16 und man durfte ja bis 10. Und ab 10, Klaus, ja, kam die große Durchsage, ja, dass alle unter 18-Jährigen jetzt nach Hause gehen müssen. Oder unter den Tisch? Nee, eigentlich. Da wurde also seitens der Wirte, die jeweils anwesend waren, auch arg Wert drauf gelegt. Und das haben wir also auch ernst genommen. Um 10 Uhr wurde dann halt wirklich durchgesagt, so alles, was jetzt unter 16 ist oder 16 und jünger, muss also raus. Das ging sogar so weit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Tage wie Allerheiligen beispielsweise ist Tanzverbot. Wenn dann, ja, kannst du dich noch sehr gut daran erinnern. Wenn dann die Nacht auf Allerheiligen, Entschuldigung, halt ein Abend war im Saloon, dann wurde um Punkt 12 Uhr durchgedacht, so Ende, keiner mehr tanzen, jetzt ist ja Tanzverbot. Mhm. Okay? Und seinerzeit waren dann auch hin und wieder schon mal Kontrollen des Ganzen. Ja. Ja, das war so damals. Aber man hat sich dann schon strikt dran gehalten, ne? Ja, also mit ein bisschen Widerwillen sind die Leute dann auch tatsächlich gegangen. Sie haben es einem aber auch nicht böse genommen, das war einfach so. Ne? Ja, ich denke auch, wenn das ja eigentlich klar war für jeden, ja, der halt um 10 Uhr kam, der musste ja wissen, dass um 12 Uhr dann wirklich Pillow ist. Ja. Wann warst du das erste Mal im Saloon? Ja, man soll es nicht glauben, aber ich bin tatsächlich ein bisschen jünger als der Friedhelm, auch wenn man es nicht sieht. Ich war allerdings auch im verbotenen Alter erstmals im Saloon, das war also mit 14. Das heißt, Friedhelm sagte also auch, vorher, also sonntags fing es schon mittags an, das Programm. Und da ging man natürlich, weil der Saloon oder wie er unter der älteren Generation unserer Eltern auch genannt wurde, der Pressluftschuppen, der ging dann los, ne? Der ging dann los und das war natürlich der Schreck aller Eltern. Mein Sohn, / meine Tochter, geht in den Pressluftschuppen. So, und das hat die ganze Sache für uns natürlich auch interessant gemacht. Und man ist ja mit 14 dann schon mal draußen rumgeschwirrt und vom Fußballplatz gekommen oder was auch immer. Und dann ist man natürlich dann da vorbeigetigert. Man hat dann draußen gestanden auf dem Parkplatz. Die Tür, insbesondere im Sommer, stand auf. Im Winter ohnehin, auch für den Nikotin und so weiter, den Rauch rauszulassen. Und hat dann mal von draußen, und dann ist man natürlich auch schon mal rein, ne? Und wenn der Wirt einen dann nicht gesehen hat, dann hat man auch schon mal da eine Cola abgestaubt, wo ein Bekannter einem ausgegeben hat. Aber man hat sich dann doch schon wieder ein bisschen dünner gemacht. Ja, erstmalig offiziell im Saloon war ich dann, oder gearbeitet im Saloon, muss ich dazu sagen, das war, kann ich mich noch genau erinnern, am 12.10.1975. Oh, so genau. Ja, weiß ich noch ganz genau, 12.10.1975, das hat auch einen bestimmten Grund, warum ich das so genau weiß. Damals habe ich da erstmals bedient, das war ein Sonntag. So, den bestimmten Grund willst du ja wahrscheinlich jetzt noch wissen. Das würde mich jetzt interessieren, ich denke unsere Zuschauer auch. Da habe ich also an dem Abend habe ich also meine Ehefrau kennengelernt, mit der ich also heute auch noch verheiratet bin, direkt am ersten Abend. Oh, herzlichen Glückwunsch, das ist ja toll. Ja, grüßen wir sie an dieser Stelle mal. Ja, weißt du, hallo. Ob sie zuschaut? Die guckt zu. Ja, ja, toll. Dann seid ihr wie lange verheiratet? Mal zurückrechnen. Ja, jetzt verheiratet sind wir seit 82, also jetzt im 19. Jahr. Ne? Oh, geht ja schon auf die silberne Hochzeit zu. Ja. Die Haare werden ja auch schon langsam silber, ne? Ja. Gut. Ja, ich denke, wenn man so lange in den Saloon gegangen ist, hat man doch bestimmt auch irgendwie besondere Dinge erlebt. Könnt ihr euch jetzt irgendwie spontan an so ein absolutes Highlight erinnern? Ich will jetzt vielleicht mal gerade an eine Geschichte erinnern, so ein kleines Highlight, das ich erleben durfte. Und das bezieht sich auf den Friedhelm. Ich weiß nicht, ob mein Freund Günther Geller gerade zuschaut, denn er hat sie mit mir zusammen erlebt. Folgende Situation. Wir sitzen also im Saloon und beobachten einige Gäste, wie sie an der Theke ihr Getränk zu sich nehmen. Und in dem Fall hatte der Friedhelm mehrere Getränke des gleichen Typs zu sich genommen und war froher Dinge. Und ja, wie es dann schon vorher einige Male der Fall war, war das Glas mal wieder leer und der Wirt kam zu ihm und sagte, willst du noch einen? Andersrum. Der Friedhelm sagte, machst du mir noch einen? Und er sagte der Wirt, ja was denn? Und er sagte der Friedhelm, in Anbetracht der Tatsache, da er ja schon jetzt das 7. Mal dasselbe Getränk bestellt, Würstchen mit Kartoffelsalat natürlich. So, was war? Friedhelm, in froher Hoffnung, bald sein achtes Getränk zu erhalten,
wartete und wartete, aber in der Zwischenzeit war der Wirt hingegangen und hatte oben im damaligen Hotel zur Post angerufen und hatte Würstchen mit Kartoffelsalat bestellt. Und es dauerte keine 5 Minuten, da waren Würstchen und Kartoffelsalat dem Friedhelm serviert worden. Und das war also eine Geschichte, die ich also so toll fand, die ich dann auch nicht vergessen habe. Das war so eine lustige Sache, die mir jetzt so spontan einfällt. Ich weiß nicht, habt ihr Ähnliches erlebt? Oder irgendwas Besonderes? Klaus. Ja gut, wir haben uns hier in Vorbereitung zur Sendung natürlich auch mal zusammengesetzt und uns überlegt, was gibt es da eigentlich zu erzählen. Da gibt es so viele kleine Anekdoten, die man eigentlich auch vergessen hat wieder. Deshalb hoffen wir auch, dass der eine oder andere oder die andere vielleicht auch anrufen werden und uns da auch mal das Gedächtnis auffrischen wollen. Ich hoffe, dass ich jetzt durch diesen Anruf mit dem Rudolf, es tut mir leid, wie das da jetzt technisch gelaufen ist, dass die Leute sich nicht abschrecken lassen und dennoch anrufen, weil wir brauchen diese Geschichten. Und ich denke, es gibt viele, viele Gäste, die heute hoffentlich zugucken und was zu erzählen haben. Ich meine, ich habe selber in meinem Freundeskreis einige Kumpels, die vielleicht das eine oder andere zu erzählen haben. Werner, ja? Ich sage das mal so einfach in die Kamera rein. Zum Beispiel, er hat seine Frau kennengelernt, ich habe einen sehr guten Freund kennengelernt. Ich sage das einfach mal auch, ich lasse mal den Datenschutz jetzt mal außen vor. Mein Freund Werner Spang, ich hoffe, er sitzt jetzt vorm Fernseher und guckt zu. Werner, du bist jetzt daheim und guckst jetzt Fernsehen. Du hast dich jetzt nach hinten gelehnt und willst eigentlich die Sendung in Ruhe verfolgen. Aber was mich interessieren würde, wie hast du die Saloon-Zeit erlebt? Und jetzt logge ich dich aus der Reserve und du musst jetzt anrufen. Ich habe deinen Namen genannt, ja, und jetzt kommst du einfach nicht drum rum. Werner, ruf an. Früher zu Saloon-Zeiten war der Werner Spang bekannt unter dem Namen der Computerspang, weil er damals noch zuständig war für die EDV bei der Firma Med. Werbung. Es war also für eine Fensterbaufirma in der Eifel. Ja, und unter dem Namen Computerspang haben wir ihn kennengelernt. Heute handelt er mit Elektrogeräten hier in Wittlich. Und ich denke, dass er schon zu Hause ist. Und er muss einfach jetzt anrufen und seine Geschichten erzählen. Wenn ich jetzt schon hingehe und sage, ich habe doch meinen besten Freund oder einer meiner besten Freunde kennengelernt, dann denke ich, muss eine Reaktion erfolgen. Ja. Ja, ich wollte eben noch fortführen. Achso, Entschuldigung. Ja, mach nichts. Kein Problem. Ich kann mich daran erinnern, einmal, der Disc-Jockey hat ja hin und wieder auch schon mal ein Bier ausgegeben bekommen, wenn er dann ein Lied gespielt hat, dann kam dann irgendwann auch mal eine zittrige Hand durch die Gitterstäbe. Man muss dazu wissen, die eigentliche Diskothek lag ja im Hintergrund der Theke, so ein bisschen, ja, wenn man vor der Theke stand, rechts neben der Theke. Und das war wie halt in einem Saloon oder in einer Westernstadt als Jail, stand da oben drüber ein Schild, Jail, als Gefängnis getarnt. Es gab Gitterstäbe davor und dahinter saß der Discjockey. Ne? Das war natürlich gut gegen Wurfgeschosse, wenn man also wirklich Mist gespielt hat. Aber es sah natürlich auch nicht schlecht aus. Gut, es kam also eine zitternde Hand durch die Gitterstäbe durch mit einem Glas Altbier in den Fingern. Und der gute junge Mann war auch nicht mehr so ganz dabei. Und es kam, wie es kommen musste. Das Glas fiel runter auf die Discoanlage, aufs Mischpult etc. Es gab den großen Knall. Lediglich die Putzfrauenbeleuchtung blieb noch an. Also die Beleuchtung, die dafür war, wenn gereinigt wurde, tagsüber, und alles andere fiel aus. Keine Musik mehr, kein gar nichts mehr, kein Mikrofon mehr, nichts mehr. So, das war also dann so gegen, ich weiß nicht mehr, 10:30, ne? Zur besten Saloonzeit halt. Ja, was tun? Kein Mensch rührte sich vom Fleck, alle blieben da, es protestierte auch niemand. Ich sagte zum Walter Preisel, der heute nicht hier sein kann, du, ich fahre nach Hause und hole meine Anlage. Wie willst du mit deiner Anlage denn da eine Diskothek beschallen? Ne? Sag ich, egal, wir probieren es, dann haben wir irgendwo ein bisschen Musik. Ich fuhr nach Hause, habe dann ein Mischpult und zwei Boxen und sowas alles eingepackt, einen Plattenspieler, nur einer, ne? Und ging dann hinten hinter die Theke, stellte die beiden Boxen jeweils rechts und links auf die Theke und habe dann hinten aus dem Dunkeln raus, natürlich mit Kratzen und ein Schnittnietreffen und sowas, dann Musik gemacht. Als wir fertig waren, hat der ganze Saloon Beifall gegrölt, Zugabe gerufen. Das war damals so, die Leute, die haben dir das einfach nicht übel genommen, die haben das sogar anerkannt, dass du sowas dann gemacht hast. Ne? Tolle Sache. Das war so ein Ding, wo ich mich daran erinnern kann. Ne? Vielleicht ist jemand unter den Zuschauern, der an dem besagten Abend da war
und der vielleicht ein bisschen was dazu zu erzählen hat. Ist damals irgendwo der Spruch entstanden, irgendwo im Dunkeln ist Fühlen keine Schande? Das weiß ich nicht. Ich habe die Rillen gefühlt auf der Platte. Ja, so hat sich es wahrscheinlich auch angehört. Ja, Friedhelm, hast du auch mal irgendwie so ein besonderes Erlebnis gehabt? Ich habe eigentlich sehr viele besondere Erlebnisse gehabt. Natürlich nicht in der Art, weil nach diesem Vorfall wir ja auch ein bisschen vorsichtiger wurden und haben zittrige Hände immer gleich vor den Gitterstäben abgewehrt. Es gab dann noch die Glasscheibe, erinnerst du dich? Es gab dann noch die Glasscheibe, die eingebaut wurde, also da war die Sache schon relativ sicher. Vielleicht anstelle einer Anekdote mal ein grundsätzliches Problem der Discjockeys, das wollte ich mal ansprechen, das wir Mitte der 70er hatten. Das war für die Gäste eigentlich kein Problem, aber für die DJs sehr wohl. Auch ein Discjockey musste ja mal aufs Tö. Und die Platten, vor allen Dingen die Oldies, hatten die unangenehme Angewohnheit, die dauerten in der Regel zwischen 3 und 3,5 Minuten. So, wir konnten noch keine LP auflegen, wir mussten also aus dem hintersten Ecken, aus unserem Jail, bis vorne durch die zur Toilette, und in der Regel war der Laden brechend voll. Ich hatte also als Lieblingsplatte damals das Lied Rubber Bullets von 10cc. Nicht unbedingt aus musikalischen Gründen, sondern das hatte die nette Angewohnheit, das dauerte 4 Minuten und 22 Sekunden. Und da man in etwa 3 bis 3,5 Minuten hin und zurück konnte, wussten also die Stammgäste immer, wenn Rubber Bullets lief, dann war der Kritiker mal austreten. Und ich war am Weg hin und zurück in der Regel auch sehr kurz angebunden, wenn mich da noch jemand angesprochen hat, wegen irgendeines Musikwunsches. Ich glaube, Hermann, da ist jemand am Telefon. Ja, ich kriege gerade von der Regie die Anweisung, dass jemand am Telefon ist. Ich hoffe, dass wir jetzt mehr Erfolg haben. Ja, herzlich willkommen in der Sendung Star TV Live. Wen haben wir in der Leitung? Ja, guten Abend, hier ist der Esko. Wer? Der Esko. Der Esko. Der Esko. Der Edgar. Ja. Der Edgar. Hallo Edgar. Hallo. Edgar, du hast eine Frage an uns oder hast du eine Geschichte zu erzählen? Ich habe eine Geschichte zu erzählen. Ja, bitte, dann schieß los. Ja, letztens auf die Disco, da waren wir schon heiraten. Und haben wir ja was schon mal gesoffen. Und da kam die Freddy da nur angerannt. Und hat die Ballade gemacht, weil die scheiß Schüler gekriegt haben. Also, Da habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das hat aber weniger ein technisches Problem. Wenn er tutet, ist der jetzt gar nicht. Nein. Kannst du das nochmal erzählen? Er hat aufgelegt. Ja, ich hatte auch eh den Eindruck, als wollte der Zuschauer irgendwie was anderes loswerden. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Von daher, Friedhelm, tut mir leid, das wurde jetzt unterbrochen. Also du warst gerade auf dem Weg zur Toilette, ne? Nee, ich war ja gerade auf dem Weg zurück. Also war auf dem Weg zurück, ja. Und wie gesagt, ich war sehr kurz angebunden, weil die Leute einen ja dann auch im Weg angesprochen haben. Man musste sich durch diese damals noch dichten Menschenmengen durchwursteln. Und dann kam natürlich immer, ich spiel mal das und die Frage. Und dann dachte ich immer nur, komm vorne hin. Das mag zwar sehr unfreundlich geklungen haben, aber das war rein aus der Not der Situation heraus. Ja. Ja, habt ihr irgendwelche Freunde im Saloon kennengelernt, wo man sagen kann, wie ich das jetzt beispielsweise mit dem Werner erlebt habe, wo er sagen könnt, ihr habt also diese Leute im Saloon kennengelernt, weil du sagst, du bist aus Wengerrohr, ne? Jo. Ihr seid beide aus Wengerrohr, ne? Und lebt auch beide heute noch in Wengerrohr? Jo. Ja. Wieder. 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 Um in der Nähe vom Saloon zu sein, das heißt also sonntags morgens am Weg zur Kirche schon mal gerade am Saloon vorbei, in Erinnerungen schwelgen, oder hat das doch andere Gründe gehabt? Es hat andere Gründe. Der Weg zur Kirche führt auch nicht unbedingt am Saloon vorbei, zumindest bei mir nicht. Früher. Er könnte dran vorbeiführen, wenn man das will. Ja gut, früher hätte der Nachhauseweg vom Saloon gelegentlich an der Frühmesse vorbeiführen können. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Ja, also eins, das wäre vielleicht auch eine nette Geschichte, aber okay, lassen wir das mal. Eins gebe ich in jedem Fall zu. Meinem Vater gegenüber führte der Weg zur Kirche samstagsabends häufiger am Saloon vorbei. Und nicht in die Kirche. Aha, aha. Ja.
Ja, ich habe die Frage eben schon mal ein bisschen untergegangen gestellt. Ja, ich wollte dich noch erinnern, du hattest ja gefragt wegen den Freunden. Ja, genau, eben, nämlich Freunde, die du speziell im Saloon kennengelernt hast. So, es gab eine regelrechte Saloon-Clique. Ja. Wenn man da... Ich höre noch mal Telefon, wir haben jemanden in der Leitung. Herzlich willkommen in der Sendung Star TV Live. Wen haben wir da am Telefon? Preisel Walter in Altrich. Hallo, ihr drei. Hallo, Walter. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Bist du jetzt erst heimgekommen vom Urlaub? Weil in der Zeitung warst du noch angekündigt als jemand, der kommt. Aber dann hattest du mir ja absagen müssen, weil du in Urlaub bist. Und jetzt bist du aber doch wieder da. Bist du nur wegen der Sendung früher gekommen? Nein. Nein, war ein Rückweg. Ich muss ja morgen irgendwo hinfahren beim Doktor. Also. Ja. Ah ja. Ja, Walter, wie geht's dir? Ja, einwandfrei. Einwandfrei. Und euch? Oh, uns geht's auch gut, oder? Siehste? Prima. Bin nur ein bisschen am Schwitzen, weil die Scheinwerfer oben an der Decke, die sind so warm und mir läuft die Brühe. Aber ich kenne das schon mittlerweile, bei der Wirtschaftswoche war das eigentlich noch schlimmer, da stand ich im Zelt, das war wie in der Sauna. Nun gut, Walter, um vielleicht unseren Zuschauern, die nicht unbedingt regelmäßig in den Saloon gingen früher, zu sagen, wer du bist der letzte Wirt, nee, der letzte Wirt nicht, ne? Ich bin der letzte Wirt, also der Gipfel. Nee, nein, so meinte ich das nicht. Aber nein, nach mir kam der Ternis und die anderen. Ja, also als du aufgehört hast, war eigentlich so die Hochzeit des Saloons vorbei. Aber ich will jetzt nicht viel weiterreden, ich lasse einfach dich mal reden. Erzähl mal ein bisschen was über deine Zeit und deine Erlebnisse im Saloon. Ja, ich wollte gerade die Episode bringen, von wo der Klaus nun nach Hause fahren musste und eine Stereoanlage holen musste. Ja, kannst du dich noch an die Situation erinnern? Du auch? Ja, aha. Ich habe dir eben erzählt, Walter. Das habe ich noch nicht, bitte, ich bin dir immer gekommen. Wo die in der Pause ein Freund den Apfelkorn über die Anlage gekippt hat, gell? Aha. Weißt du? Das war ein Apfelkorn, ich habe eben gemeint, es wäre ein Bier gewesen, aber es kann durchaus auch ein Apfelkorn gewesen sein. Doch, hast recht. Apfelkorn, deswegen war die Scheiße da so verklebt. Ja. War direkt die Musik aus. Aber es war eine super Zeit im Salon gewesen, so ist das nicht. Hier mit dem Klaus, Friedhelm, Olli ist leider schon tot, gell? Nee, der Olli ist, soweit ich weiß, noch am Leben. Mit? Ja. Ja. Wer sagt das jetzt? Also ich meine, der ist nicht mehr am Leben. Der Jochen ist nicht mehr am Leben. Lenzen. Der Jochen Lenzen. Ach, sorry, vertan. Ja, Jochen Lenzen. Ah ja, ihr Kollegen, hä? Ja. Weil wir müssen mal einen Revival-Abend machen. Was? Wir müssen mal einen Revival-Abend machen. Wir müssen das übersetzen. Ja. Wie heißt Revival auf Österreich? Ja. Ja. Das versteht man. Heute habe ich noch den, letzten Freitag oder Donnerstag war ich im Zelt in Wiesen. Da habe ich den Boss noch getroffen, habe ich mit dem noch geredet drüber. Ja, weißt du, was ist? Ja, von Zeltingen. Ja, der Arme. Ja. Okay. Walter, wann schauen wir uns mit der alten Clique mal wieder? Aha. Hm? Was? Wann schauen wir uns mit der alten Clique mal wieder? Ja, das muss ich immer sagen. Im Gartenhäuschen. Ja, das ist gehen, da gehen wir vor. Ja. Treffen wir uns zum Angeln. Ja. Man könnte ja auch mal gucken, hast du noch irgendwelche Unterlagen über deine Zeit als Wirt im Saloon? Denn was mich mal interessieren würde, wer damals in der Fußballmannschaft vom Saloon mitgewirkt hat, wer das alles war und hat man da vielleicht irgendwie nochmal so ein Fußballspiel organisiert. Alte Thekenmannschaft Saloon gegen die uralten Herren. Die Unterlagen habe ich wegen Finanzamt alle vernichtet. Nee, da könnte schon was sein, so ist es nicht. Ich habe noch so einiges da rumliegen. Und jetzt? Hallo? Ja. Hallo? Ja, Walter, wir sind noch da, wir laufen nicht weg. Ja, das. Na? Aber du bist noch da? Ich bin noch da. Wir versuchen mal die technischen Probleme damit zu beheben, dass wir jetzt das Funkring-Mikrofon nutzen und die anderen Mikrofone ausschalten. Ja. Ja, bringt das was? Dreht so. Mal. Ja, es geht an für sich besser, jetzt wo du nichts gesagt hast. Ja. Ah ja, da wünsche ich euch noch alles Gute in der Sendung. Ja, vielen Dank. Du guckst die Sendung noch weiterhin an. Alle meine Freunde.
Ja. Die man so hat, ne? Gehabt hat. Gehabt hat? Wieso? Wieso hast du die nicht mehr? Das wäre vielleicht auch mal eine interessante zu erzählen. Ja, man sieht sich ja nicht mehr. Ja. Ja, gut, das bleibt halt nicht aus, ne? Wer geht denn ab und zu mal noch in den Saloon? Also ich war im vergangenen Jahr einmal da, weil der jetzige Wirt des Saloon, das ist ja der Gunter Schaf, das ist auch ein ehemaliger Weggefährte von mir, während der Hochzeit im Saloon. Er hat also auch zu unserer Clique gehört. Oh, irgendwie habe ich eine Erdnuss im Hals. Ich muss mal gerade einen Schluck von diesem, wie heißt es? Ja, trink mal von dem Sprudel da. Ah, Quatsch, ist die Lata oder? Nee, Quatsch. Oder hast du was drin? Chateau de la Domestos oder? Naja. So, jetzt geht's besser. Ja. Also der Gunter Schaf, der hat also damals auch zu der Clique gehört, mit der ich so überwiegend in den Saloon gegangen bin. Ja. Aber mir fehlt halt heute aus familiären und beruflichen Gründen die Zeit, für noch regelmäßig irgendwo in die Kneipe zu gehen und dann halt bis nach Wengerrohr. Das ist so eine Sache. Also letztes Jahr habe ich einmal den Weg gefunden, aber ich habe vor, wie der Klaus das eben angesprochen hat, mit unserer alten Clique so eine Art Revival-Abend zu machen im Saloon. Wir haben das im Februar vor und wollen dann uns nochmal da ordentlich vergnügen. Kannst du eigentlich mir Bescheid sagen, da komme ich hin. Ja, wir rufen dich gerne an. Mhm. Ja, alles klar. Was ich noch sagen wollte, ach, deinen alten Freund Werner Spang, den habe ich auch noch getroffen vor kurzem. Ja. Ja, ich habe zwei Waschmaschinen abgekauft, der war wieder recht glücklich. Ja, sollte man öfters tun, aber wir dürfen hier keine Werbung machen, ne? Aber dennoch sollte man das öfters tun. Ach so, ja, ist recht. Ja, nee, ist schon okay. Na, machen wir ja gern, ne? Alles klar. Ja. Okay. Ja, Walter, vielen Dank für den Anruf, noch einen schönen Abend und viel Spaß bei der Sendung. Ich hoffe, dass da weiterhin gut geht und dass das mit dem Revival-Abend dann klappt. Und wie gesagt, vielleicht sollte man sich irgendwo im Hinterkopf halten, weil das mich persönlich besonders interessieren würde, mal so ein Revival-Fußballspiel, Comeback der alten Herren oder so. Ja, da habe ich ja nie mitgespielt, weil ich kein Fußball spielen kann. Nee, aber du warst doch als Coach oder als Betreuer oder als Maskottchen immer dabei, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, eben, ne? Das können wir machen. Okay. Sagst du Bescheid? Grüße noch an deine Frau. Werde ich machen. Ja? Nee, die ist noch nicht da. Hast du die noch im Urlaub gelassen? Hast du die verloren? Nee. Mhm. Walter, du machst aber Dinger. Die kommt aber nach. Ja, die wird irgendwann nachkommen, denke ich mal. Du weißt aber nicht wann. Also ich weiß aber, wo sie daheim ist. Ja, gut, das Thema wollen wir da jetzt nicht weiter vertiefen. Ne? Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Wie gesagt, jetzt zum dritten schönen Abend noch. Ne? Ja. Und danke für den Anruf. Werde ich machen. Gut, tschüss Walter. Für Walter. Tschö. Ja, okay. Das war also Walter Preisel. Er war in der Zeitung angekündigt, er sollte als Gast kommen, hatte mir aber dann kurz vor Weihnachten absagen müssen, weil er kurzfristig dann die Möglichkeit hatte, in Urlaub zu fahren. Das war vorher nicht abzusehen. Das hat er natürlich vorgezogen. Dass er jetzt extra wegen unserer Sendung früher zurückgekommen ist, finde ich ja sensationell. Ne? Das sind die alten Saluner. Das sind die alten Saluner. Ne? Ja, okay. Dann möchte ich vielleicht jetzt auf einen Programmpunkt in der Sendung zu sprechen kommen. Und zwar war auch in der Zeitung zu lesen, wir bieten heute Abend einen besonderen Service an. Und dazu gehe ich jetzt auch nochmal gerade hier rüber. Und zwar gibt es immer wieder Leute, sie müssen nicht unbedingt Dieter Bastgen heißen, sie können auch andere Namen haben, die dann Musikfragen haben. Das heißt, sie haben irgendwo eine Kassette rumliegen, da ist ein Lied drauf, das haben sie irgendwann mal aufgenommen, wissen nicht, wer singt das oder wie heißt das Lied, würden sich das aber mal gerne als CD oder als Platte besorgen, die haben die Möglichkeit, hier anzurufen. Ja, oder vielleicht haben sie das Lied nur im Kopf. Ja, summen sie es uns vor, singen sie es vor, irgendwas, vielleicht erkennen wir es. Und wir haben also hinten im Nebenraum eine riesen Schallplatten- und CD-Sammlung, ein riesen Archiv, vielleicht kommen wir dann die ein oder andere Musikfrage lösen. Ich habe ja auch kompetente Ansprechpartner, sowohl der Klaus als auch der Friedhelm sind ja in der Oldie-Szene bestens bewandert. Die Erdnuss steckt immer noch irgendwo drin, wo sie nicht hingehört. Wie gesagt, vielleicht können wir die ein oder andere Musikfrage lösen. Und wenn wir sie nicht lösen können, aber ein anderer Zuschauer wüsste die Lösung,
der soll dann bitte hier anrufen und kann also auch eine Oldie-CD, so eine Dreiersammlung gewinnen. Wir gehen jetzt mal gerade rüber in das Archiv, damit Sie sehen, auf wie viel Musik und ja, auf wie viel Musik wir zurückgreifen können. Die Kamera ist gerade unterwegs, es kann nur noch wenige Minuten dauern, wenige Sekunden. Ja. Und ich höre gerade, wir haben einen Anrufer in der Leitung. Herzlich willkommen in der Sendung StarTV Live. Mit wem haben wir es zu tun? Ja, mit dem Computerspann. Hallo Hermann. Ich bin zwar etwas später. Jetzt konntest du ja gar nicht mehr anders. Ich habe zwar etwas später in die Sendung eingeschaltet. Ach so? Ja. Da hast du, gar nicht mitbekommen, wie ich von dir geschwärmt habe. Nein, das hat mir mein Opa, mein Vater erzählt. Ja. Ja, der hat es frühzeitig eingeschaltet. Ja, wie sie es gehört, ne? Ja, klar. Der weiß noch, was wichtig im Leben ist. Ja, genau. Der schaut deine Sendung immer an, ne? Oder ja. Den offenen Kanal, das ist das Hauptprogramm. Was sonst? Ja, na, hast du wenigstens was zu trinken und was zu essen da? Weil es wird heute Abend lang eventuell. Eine Flasche Sekt haben wir aufgemacht, ja. Na, wunderbar. Die hätten wir auch gerne hier. Ja. Ja, und sonst? Alles klar? Uns geht's gut. Wir waren gerade zu meiner Schwägerin Jutta, die hat Geburtstag heute. Ja. Deswegen kamen wir etwas später zum Fernsehen gucken. Oder wir sind früher weggegangen. Guckt die Jutta auch? Sendung. Die sind noch nicht modern, so modern. Die haben noch kein Kabel. Also, ja, wir haben auch noch ein paar Kabels hier rumliegen, die können wir ihr mal geben. Ja, können wir dann mal verlegen, ne? Ja. Installationsfirma haben wir ja. Ja, genau. Wir wissen ja, wo... Keine Schleichwerbung, bitte, ja? Nein, keine Schleichwerbung, nee. Haben wir auch fast noch mitgemacht. Nein. Na? Ja, Werner, und, ich habe hier auch noch zwei alte Weggefährten aus Saloonzeiten, der Friedhelm Weinand, der Axel, der Klaus Lohn. Ja. Hast du die schon gesehen? Ja, hallo Friedhelm. Hallo Werner. Und, alles klar? Alles Roger. Ja, war eine schöne Zeit damals. Ist zwar schon lange her, aber man erinnert sich immer wieder gerne dran. Ach, das ist eine Zeit, die muss man mitgemacht haben. Ja, genau. Ich war zwar nicht lange dabei, 5 Jahre, glaube ich. Meine Frau war länger da. Ja, die habe ich vor dir gekannt. War vor meiner Zeit sogar. apropos kennengelernt. Meine Frau habe ich natürlich, genau wie den Hermann, im Salon kennengelernt. Ja. Ja. Das waren also die Höhepunkte in deinem Leben sozusagen. Ja, ja. Eigentlich nicht mehr zu toppen, aber dennoch bist du, glaube ich, glücklich und zufrieden in deinem Leben. Ja, kann man sagen. Und das lässt sich eigentlich nur noch dann toppen, wenn du die nötige Zeit findest, mit mir dann auch nach Traben-Traber in die Sauna zu fahren. Genau, machen wir demnächst wieder, Hermann. Ja, ich denke, es wird aber, Zeit. An diesem Revival-Treffen, ne? Ja. Da möchten wir gerne dran teilnehmen, ne? Ja, ist auch geplant. Ich habe also... spät. Bitte? Vielleicht können die Kinder auch mal mitgehen, ne? Da können wir denen mal zeigen, wo wir früher waren. Genau. Aber wir müssen uns ja dafür nicht schämen. No. Brauchen wir nicht, nein. No. Nee, es war eine schöne Zeit. Wir hatten auch eine schöne Zeit da, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, sicher. Toll war das. Günther Geller? Ja, der Günther. Ich hoffe, er guckt zu, dann rechtzeitig zurückgekommen ist nach Hause. Hallo Günther. Hat Inventurstress. Aber ob man den aus der Reserve gelockt bekommen, dass er anruft, ich weiß es nicht. Naja, immerhin hat er seine Maria da kennengelernt. Der hat seine Maria da kennengelernt. Damals dabei. Maria Holz, ne? Genau. Weil so Datenschutz, das lassen wir jetzt alles mal raus, ne? Bitte? Kennen wir jetzt nicht. Wir nennen die Namen unverblümt. Na? Da haben wir ja keine Probleme mit. Nö. Ne. Ja, Hermann, ist schön, dich mal im Fernsehen zu sehen. Man sieht dich ja öfters da. Ja. Friedhelm sammelt immer noch fleißig Briefmarken. Aber ja doch. Ja, ich würde gerne kommen, aber ich habe keine Zeit mehr für solche Sachen. Ich verklebe die alten Marken jetzt auf den Briefkuvert, bevor sie verfallen. Ne? Das ist das Beste, was du damit tun kannst. Genau. Apropos, im Salon habe ich natürlich auch meine Lieblingsschwägerin kennengelernt, die Maria. Maria, kennst du auch? Aber ja doch. Gell, klar. Und das war aber jetzt eine Sache an den Hermann noch. Und zwar, auf vielfachen Wunsch, Bauklötzchenwitz sollst du mal bringen, Hermann. Haben wir lange nicht mehr gehört. Wer war für das Publikum, ne? Bauklötzchen singen. Witz. Bauklötzchenwitz. Den Lego, den Witz mit den Lego-Klötzchen. Genau, Lego-Klötzchen. Hat er das deine Tochter, die Christine, erzählt? Ich wollte keine Werbung für Lego machen, ne? Was? Ich wollte keine Werbung für Lego machen. Nein, ach so, ja. Schleichwerbung ist ja verboten. Oder Duplo, die längste Bauklotz, ja gut. Das kannst du aber nachher erzählen, wenn ich aufgelegt habe. Ja, genau, weil das geht doch ein bisschen lang. Ne, gegen Ende der Sendung werde ich vielleicht diesen Witz dann mal erzählen. Ja. Vielleicht haben wir unter dem Publikum ein paar Leute, die auch darüber lachen, ne? Ja. Den Walter Breisel möchte ich grüßen. Ich habe gerade gehört, der ist doch noch aus dem Urlaub zurückgekommen.
Ja, extra wegen unserer Sendung. Ja. Ja, ja, klar. Sagen wir mal jetzt so. Ich habe euch getroffen. Sind ja noch beide ganz fit, die beiden. Ja. Jo. Hallo Walter, grüß dich. Ja. Wenn du mich hörst. Ja, der sitzt jetzt irgendwo bei seinem Schwager vom Fernseher. Ja. Und nickt verständnisvoll mit dem Kopf und sagt auch, aha. Und ja. Wir sollten vielleicht auch noch die Marlene grüßen. Hat die Marlene Schaf, ja, die. Bier gezapft früher. Die Marlene habe ich im Bungart angesprochen auf diese Sendung und habe ihr zur Auflage gemacht, auch die Sendung heute Abend zu gucken. Sie hat aber mir direkt mitgeteilt, dass sie sich außerstande sieht, hier anzurufen. Ist ja auch egal, ist ja nicht schlimm. Wenn jetzt jeder anrufen würde, der mal im Saloon war, das würde den zeitlichen Rahmen noch sprengen. Ja. Natürlich ist die Marlene von dieser Stelle aus recht herzlich gegrüßt. Na, man sieht sich ja hin und wieder. Ich habe auch lange probiert, um durchzukommen. Ne? Wahrscheinlich hängen noch eine ganze Menge Leute am Telefon, ja, klar. Die ich erreichen wollen. Ne? Da ist ein Mordsrand drauf. Was meinst du? Wir machen heute Abend bis um 12 Uhr. Du warst deswegen ja guck mal, dass du mit einer Flasche Sekt wirst du da wohl nicht hinkommen. Du warst ja immer schon begehrt. Danke. Danke. Okay, Hermann. Alles klar. Werner, vielen Dank. Viel Spaß noch beim Zugucken. Grüße an die Familie. Ja, danke. Gell? Ciao. Okay, tschüss Werner. So, liebe Zuschauer, ich hatte es eben bereits angekündigt, aber wir kamen nicht dazu, von daher jetzt zeigen wir Ihnen mal unser Musikarchiv. Oh, ich falle hier noch über das Kabel. Wir gehen also jetzt mal in den Schneiderraum des offenen Kanals hier in Wittlich. Dort haben wir verschiedene CDs und LPs und Singles aufgereiht, die wir Ihnen mal zeigen wollen. Also wir haben hier ein reichhaltiges Archiv, auf das wir zurückgreifen können, wenn Sie irgendwelche Musikfragen haben. Ich denke, das lässt sich alles irgendwie lösen. Hier haben wir noch ein paar stehen. Da haben wir noch zwei Kartons mit Singles. Wer immer das überhaupt noch kennt, Singles. Ich zeig mal gerade. Also das hier ist eine Single. Ne? Die hat man dann, ja, war ein Lied vorne und ein Lied hinten drauf. Das ist jetzt Gordon Lightfoot. Lightfoot. So. Sundown. Direkt hier einsortieren, denn ich habe das alles alphabetisch, denn wie soll ich sonst die Sachen finden? Ja, hier haben wir auch ein paar LPs von ABBA bis Z, ZZ Top. Hier fängt das also an, auch mit ABBA, das geht dann über Adventures, Barclay James Harvest, Bay City Rollers, dann habe ich fast alles von den Bee Gees, dann, ja, was haben wir drüben noch, Bon Jovi, den neueren Art, die Carpenters, Dave the Dozy, Biggie Megantic, auch bis auf zwei Lieder, alle Lieder haben wir hier im Archiv, Herman's Hermits, was haben wir hier, Uli Lord, kennt noch jemand Uli Lord, leider verstorben im vergangenen Jahr, der Sänger der deutschen Beatles, die Lords, ja, so, wir gehen jetzt wieder zurück ins Studio. Vielleicht hat in der Zwischenzeit wieder jemand angerufen, dass jemand Glück hat, dann kam durch. Und dann plaudern wir noch ein bisschen, der Friedhelm und der Klaus, unsere Gäste hier im Studio. So, ich gehe jetzt nochmal rüber. Das war jetzt richtig angenehm da drüben, weil da war das lange nicht so warm. Durch die Scheinwerfer, die hier sind, die treiben einem schon den Schweiß auf die Stirn. So, haben wir im Moment einen Anruf auf der Leitung? Nee, sind wir frei. Na, erstaunlich. Ja. So, liebe Zuschauer, Sie haben also jetzt gesehen, dass wir also auf ein großes Reservoir zurückgreifen können, großes Archiv von Musikaufnahmen. Also wie gesagt, haben Sie irgendwo eine Kassette oder haben Sie ein Lied im Kopf, wo Sie immer gern wissen wollten, wer singt das oder wie heißt das Lied, rufen Sie an, summen Sie uns das Lied vor, singen Sie es uns vor oder sonst irgendetwas und wir versuchen also das Rätsel dann zu lösen. Vorbild dieser Idee, muss ich ganz ehrlich zugeben, war mal eine Sendung, die Frank Laufenberg moderiert hat bei Anruf Pop, hieß das. Das war RPR, glaube ich, der Radiosender. Gibt es aber leider nicht mehr. Habt ihr die Sendung auch öfters verfolgt? Kennt ihr die Sendung bei Anruf eigentlich, Pop? Eigentlich nicht. Klaus, du? Ja, eigentlich hin und wieder, aber Frank Laufenberg ist natürlich ein Begriff. Oh, wir haben wieder einen Anrufer in der Leitung. Ja, dann herzlich willkommen in der Sendung Star TV Live. Mit wem haben wir zu tun? Frank aus Wittlich, hallo. Bitte? Frank aus Wittlich. Der Frank aus Wittlich. Ja, genau. Und hallo Frank. Ich habe eine Frage und
zwar suche ich von der Band für Afrika, Nackt im Wind. Könnt ihr mir da helfen? Band für Afrika, Nackt im Wind. Genau. Sagt euch das was? 1985 war das. Ich hab die zu Hause, ja. Kann man die irgendwie bekommen, den Song? Hinterleg deine Adresse und deine Telefonnummer hier in der Redaktion. Ich setze mich mit dir in Verbindung. Okay, das ist mir, danke, okay. Ah, toll. Das ist ja eine super Sache. Ne? Da konnten wir schon direkt das erste Rätsel postwendend lösen. Ich gucke jetzt mal gerade in die Regie, da ist ein bisschen Hektik. Hat das was mit uns zu tun? Nö, eigentlich nicht. Ne? Ja, fahren wir aber fort, alte Saloonzeiten. Ja. Ja, was mir eigentlich noch ein Anliegen war, oder ja, ich eben noch sagen wollte, der Saloon ist ja 68 gegründet, erbaut worden. Man muss dazu sagen, im Grunde genommen für die damalige Zeit war da drin eine Multikulti-Gesellschaft, was erstaunlich für die damalige Zeit war. Wir hatten eine Clique, die sich aus Amerikanern, aus Franzosen, aus Italienern, aus, ach, ich weiß nicht, welche Nationalitäten zusammensetzte, die dann auch gemeinsam letztendlich dann ihre Freizeit gestaltete, außerhalb vom Saloon. Natürlich Anlaufpunkt abends immer wieder der Saloon und auch Ausgangspunkt der Saloon. Aber man muss ja dazu sagen, wir hatten durch die alliierten Flugplätze hier, sprich Hahn, Spangdahl und Bitburg, jede Menge amerikanische Soldaten bzw. die Angehörigen dort zu Besuch und auch durch die französische Garnison natürlich jede Menge französische Staatsangehörige. Und Friedhelm, du gibst mir recht, insbesondere bei uns in der Clique, so der Saloon-Clique, Hermann Josef, du weißt es ja wahrscheinlich auch noch, waren also mit Sicherheit so 10, 12 von jeder Staatsangehörigkeit im Grunde genommen, die da also immer wieder zusammen gefeiert haben und sich ständig auch zum Teil heute noch Kontakt haben. Friedhelm war in Amerika bei John Donovan. Beim John nicht. Beim John nicht, an Tony. Ich bin eigentlich regelmäßig seit, sagen wir mal, alle paar Jahre mal in Amerika, sei es dienstlich, sei es privat. Und ich habe heute noch die besten Kontakte zu Freunden aus der damaligen Saloon-Clique. Die jetzt drüben sind? Die, ich weiß, mein Freund Tony war von 1974 bis 1977 hier in Spangdahlem stationiert und ist heute noch mein bester Freund. Und jedes Mal, wenn ich nach Amerika komme, werde ich dort aufgenommen wie zu Hause. Wie oft warst du schon drüben? Oh, seither 5-mal vielleicht. Wobei die letzten beiden Male war dienstlich. Ja. War ich auf Lehrgang drüben. Ja, also ich kann das auch nur bestätigen, was er sagt. Es war auch oft so, so ist es mir ergangen, ich habe zum Beispiel auch einen lieben, netten Franzosen kennengelernt, der freitagsabends immer in den Saloon kam und den letzten Zug für nach Hause genommen hat, für am Wochenende nach Hause zu fahren. Und wir hatten uns dann immer getroffen und hatten natürlich zu Beginn erhebliche Schwierigkeiten, uns zu unterhalten, weil er konnte kein Deutsch und mein Französisch war also auch nicht so, dass man sagen konnte, wir verstehen uns untereinander prima. Da muss man schon mit Händen und Füßen reden, aber das wurde also zusehends besser und da sind schon Kontakte, ich gehe mal etwas vorsichtig um mit dem Begriff der Freundschaft, aber da sind schon gute Kameradschaften entstanden und ja, die man dann auch in Erinnerung hält. Ich habe zum Beispiel auch von diesem Franzosen, den ich da in besonders guter Erinnerung habe, dann an seinem letzten Tag, als er im Saloon kam, bevor er dann aus der Armee ausgeschieden ist und zum letzten Mal nach Hause gefahren ist, eine Flasche Wein geschenkt, 1982 war das. Und er hat mir diese Flasche Wein nur mit der Auflage geschenkt, dass ich die an meinem Hochzeitstag trinken müsste. So, jetzt hatte ich natürlich nicht unbedingt vor, innerhalb der nächsten paar Wochen zu heiraten, also musste ich die Flasche Wein ja auf Seite legen. So, und ich hatte zum damaligen Zeitpunkt auch noch zu Hause bei meiner Mutter gewohnt und da ich das ja auch wirklich umsetzen wollte und da auch entsprechend motiviert war, musste ich natürlich gucken, dass die Flasche Wein da lag, wo ich sie auch später wieder finde, um sie dann bei einem eventuellen Umzug oder Auszug dann mitholen zu können. Das habe ich auch gemacht, als ich dann 1984 ausgezogen bin, zum ersten Mal in die eigene Bude, obwohl ich vorher aus schulischen Gründen im Saarland war, in der Pfalz war. Aber so die erste eigene richtige Bude hatte ich dann 1984 und da hatte ich die Flasche Wein auch dann mitgenommen. Und ich muss auch dazu sagen, als letzten Satz, weil ich höre gerade, wir haben wieder Telefon, ich habe diese Flasche Wein auch an meinem Hochzeitstag getrunken. Es war ein Rotwein, er war natürlich nicht mehr so gut,
aber ich habe mir das angetan, habe die getrunken. So, wir haben einen Anrufer in der Leitung. Herzlich willkommen in der Sendung Star TV Live. Wen darf ich begrüßen? Hallo, hier ist MC Pole. Was gibt's denn so in Wittlich? Was geht ab in Wittlich? Was in Wittlich abgeht? Ja. Yeah. Das lässt sich schwer sagen, weil das A ist das heute Abend nicht unser Thema und zum anderen... Ich wollte fragen, ey. Ich kenne DJ Ötzi, aber das ist eine Musik, die man damals im Saloon noch nicht gespielt hat. Weil damals war der noch nicht aktuell. Ich denke, dass er damals irgendwo noch als Schüler durch die Lande getingelt ist und hat sich schon mit der Gitarre irgendwo in die Fußgängerzone gesetzt und hat gewartet, dass jemand ein paar österreichische Schilling dann in die Mütze wirft. Hey, kannst du mal was spielen für mich? Ja, das also wir haben also eigentlich vor, heute in der Sendung keine Musikwünsche zu erfüllen, nee, sondern es geht... so mit deiner Gitarre. Wieder? So mit deiner Gitarre, so ein bisschen. Also ich habe gar keine Gitarre jetzt hier im Studio. Ich habe auch keinen Kamm, auf dem ich blasen kann. Scheiße. Also ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich könnte eine Gitarre simulieren irgendwie, dass ja, ich jetzt... aber das mit dem Mund machen so. Bitte? Mit dem Mund so Gitarre simulieren. Mit dem Mund Gitarre? Ja. Das ist eine Sache, die konnte Jimi Hendrix früher ganz gut. Echt? Und das traue ich mir eigentlich weniger zu. Und von daher will ich das nicht unbedingt versuchen. Ja, ich habe gerade, wir kriegen eine Gitarre hier gerade gereicht. Korrekt. Ja, kleinen Moment. Yeah, yeah. Ja, hier kommt eine kleine Gitarre. Yeah. Die ist gerade gestimmt worden. Echt? So, Moment, ich halte mal das Mikro jetzt auch dran. So. Cool. Kannst du hören? Probier mal Michael Jackson. Michael Jackson, was? Thriller, ne? Weil die ganze Sache entwickelt sich hier zum Thriller, ne? Okay, probier mal. Du kannst das, ich weiß. Ja, klar kann ich das. Hörst du das denn nicht? Aha, hast gehört. Was Thriller? War allerdings die dritte Strophe, aber das hat ja wohl nichts ausgemacht, oder? Ne, eigentlich nicht so. Geil. Naja, okay, sei uns nicht böse, dass wir jetzt noch die vierte und fünfte... darf ich noch ein paar Leute grüßen? Ja, Grüße von mir aus. Okay. Also erstmal grüße ich alle Polen auf der Erde, dann grüße ich alle, die mich kennen und die ganzen Na wunderbar. Menschen auf der Erde. Ey, und ich grüße euch noch da und den wirklich Underground Gangster, Rodda. Ja, und ansonsten geht ab, gell? Dann haut mal rein, gell? Ja, machen wir. Okay. Okay, vielen Dank für den Anruf. Schönen Abend noch. Warte. Ja, einen haben wir noch. Okay. Einen. Okay, einen noch. Ja. Ey, probier mal Moonwalk auf Tisch zu machen. Moonwalk auf dem Tisch? Ja, kannst du. Okay, mach ich. Nach der Sendung, ja, wenn alles vorbei ist, weil im Moment können wir nicht, weil da stehen Getränke und Salzstangen. Okay. Geht im Moment nicht. Darf ich vielleicht gerade das Maskottchen der heutigen Sendung vorstellen? Elfriede. Elfriede. Kannst du Moonwalk auf dem Tisch tanzen? Also, Elfriede sagt, am Ende der Sendung würde sie mit mir im Duett Moonwalk auf dem Tisch tanzen. Und das ziehen wir dann durch. Ja, vielen Dank für den Anruf. Ne? Und tschüss. Michael Jackson. Das war Michael Jackson. Ja, das war also jemand, der mit Sicherheit nicht wusste, was der Saloon war. Na, aber er hat dadurch eine Menge Leute grüßen können. Warum nicht? Okay. Ja. Wir hoffen natürlich, dass noch weiterhin Leute anrufen, um ihre Geschichten zu erzählen vom Saloon. Oder, wie wir eben einem Anrufer spontan helfen konnten, mit einer Musikfrage. Also Musikwünsche wollen wir eigentlich hier in der Sendung wollen wir nicht spielen, weil... Wir sehen das Programm heute Abend nicht unbedingt als Musiksendung. Das wird ein bisschen langweilig. Wir hauen dann irgendwo eine CD rein, setzen uns hin und dann... Na, also es geht eigentlich eher darum, dass wir hier ein bisschen so die alten Zeiten aufleben lassen. Und ja, komme ich nochmal zu unseren Gästen zurück. Noch irgendwelche Geschichten, Besonderheiten? Außer, dass bekannte Persönlichkeiten oder gerade besonders heute bekannte Persönlichkeiten 20 Liter... Oder 20 Biergläser umschmeißen. 20 Biergläser. Vielleicht kannst du diese Geschichte erzählen oder ist sie nicht unbedingt spruchreif? Das war also noch zu der Zeit, als ich bedient habe, bevor ich Discjockey gemacht habe. Der junge Mann in Zeiten des Fußballfiebers und der damit verbundenen Nicklichkeiten
wird man vielleicht wissen, um wen es sich handelt. Kam damals öfters in Saloon, insbesondere nach Heimspielen. Kam er vorbeigefahren. Aus dem Heimweg von Kaiserslautern nach zum Beispiel, ja. Und naja, er war mit seiner damaligen Freundin wohl dort und hat dann den allgemeinen Starkult genossen. Und ich kam also an ihm vorbeigelatscht, hatte das Glas, das Tablett mit rund 20 Gläsern drauf. Und er hat dann gemeint, sich einen Spaß erlauben zu müssen und mir mal kurz unter die Hand geschlagen, sodass die ganzen Gläser umgekippt und zum größten Teil inklusive der Scherben dann auf seine Freundin gekippt sind. Da hat er einen leichten Rüffel kassieren müssen, nicht nur von mir, auch vom Wirt. Aha. Und wurde dann zunächst mal ein bisschen rauskomplimentiert und hat es dann nachher auch unterlassen. Aber es war halt so, er war seinerzeit ein bisschen, naja, meinte, den Star raushängen zu müssen. Ah, also es war ganz offensichtlich, dass das, also es war kein Versehen oder so. Ja. Heute würde man das gesunden Körpereinsatz nennen. Ja. Ja. Ich kann da aber auch eine andere Geschichte erzählen, wo wir eben bei den Freunden waren. Gerne. Es gab einen amerikanischen Soldaten, Bob Mack, hieß er. Und der Bob, der konnte also hervorragende Grimassen schneiden. Da hast du dich tot gelacht, wenn du ihn gesehen hast. Und erst dann irgendwann ist er versetzt worden nach Rammstein. Und ich bin mit einer Besuchergruppe mit dem Bus dann auch nach Rammstein gefahren. Wir waren nicht angekündigt auf dem Flugplatz dort. Und Bob hat Wache schieben müssen vorne und hat uns natürlich nicht reingelassen. Keiner wusste was. Und ich bin dann nach vorne gegangen, weil ich habe hinten gesessen, weil die ganzen Saluner haben sowieso hinten gesessen. Bin nach vorne gegangen und habe den Bob dann tatsächlich erkannt und nur das Gesicht rausgehalten aus dem Bus. Und dann hat er direkt gewunken auf, Tor, keine Ausweise, gar nichts mehr, da waren wir durch. Ne? Das war ganz klar. Wir hätten da können sämtliche Atombomben Amerikas reinschmuggeln und noch wieder rausholen, aber der Bob, der hat uns reingelassen. Nur das Gesicht, das Dumme, meins in dem Fall, reichte. Ja, Vertrauen. Jetzt darf ich mal gerade in der Regie fragen, waren schon irgendwelche Anrufe da bezüglich unserer Rätselfrage? Dann würde ich das nämlich nochmal wiederholen. Ja, aber war schon ein Anrufer da? Ja, aber ich wollte es trotzdem nochmal wiederholen. Oh, ich habe gerade gehört, es war ein Anrufer da, aber der wäre falsch gewesen. Vielleicht dann nochmal der Hinweis auf die einzig echte, wahre Saloon-CD. Gibt es also nur heute Abend hier in dieser Sendung, ist aber allerdings nicht käuflich zu erwerben. Eine Doppel-CD über die Zeit im Saloon. Und wie gesagt, ein besonderer Mitschnitt ist eben hier diese Verlosung. Aber ich kann ja auch mal versuchen, andere Passagen aus dieser CD zu bringen. Kann die Regie mir mal ein bisschen Ton auf dem CD-Player geben? So. Ja? Aha. Das ist ein Lied, was also auch häufig gespielt wurde im Saloon. Dazu möchte ich sagen, das war ein Wunsch, den ich immer an den Friedhelm hatte. Das waren die Hollies mit The Baby. Aber bevor ich jetzt weitermache in Sachen Rätselfrage, Telefon, aber ich kriege wieder den Hinweis, das hat sich wieder erledigt. Okay. Wer kennt diesen Discjockey? Nein. Kleine Sekunde. Aha, da hatten wir ihn ja. So. Weiteren Wunschaufnahme. Gewünscht von die Hollies. Der Titel, The Baby. Ja, immer noch nicht erkannt. Dann gehen wir mal nochmal zur Verlosung, weil dann hört man seine Stimme länger. So. Na, also das müsste doch für eingefleischte Saloon-Fans, müsste das doch zu erraten sein. Wer war der Disc-Jockey an diesem Abend? Wer hat diese Verlosung durchgeführt? Wir hören kurz rein. 1, 2, 3, 4, testen. Ja. Aber ich mach die Musik noch ein bisschen leiser. Jo. Danke, danke. Zu großzügig. Wir kommen zum wichtigsten Teil des heutigen Abends. Da könntest du weiter schon wieder. So immer so weiter. Naja, vorläufig noch. Ich bin weiter nicht richtig. Vorläufig noch nach dem alten Modus. Hey, erst am 1. Mai nicht mehr weiterläuft. Dann kommt jetzt der neue Modus. Richtig. So.
Im Hintergrund läuft die Schlagerfrage. Ist wohl nicht schwer gewesen, aber einige haben immer noch geraten, sich aber dann richtig informiert, sodass alle richtig haben. Die Lösung war Bachmann Turner Overdrive. BTO habe ich natürlich auch anerkannt. Das ist aber nicht die Lösung des heutigen Abends. BTO wäre falsch. Wir kommen zum ersten Preis für heute Abend. Ein Getränkegutschein über 10 Mark. Richtig? Boah. Ja, 10. Ich weiß. Und dann kommt 6 und dann kommt der Rest. Ja. Gut. Nun warten wir mal ab. Also, wer hat gewonnen? Lass mal die eure Weiblichkeit mal ziehen. Wer von euch zieht denn mal? Bitte, bitte. Ohne zu gucken. Ja, gleich anschließen. Anschließen. Ah, das sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. BTO, richtig abgekürzt, hat die Erika Sartoris. Das war schon der erste Preis. Erika Sartoris hatte damals gewonnen. Guckt die zufälligerweise auch zu. Kennt ihr die? Name bekannt? Meine, ja, die Hut hat nicht gezogen. Könnt ihr sie anrufen? Gibt es nochmal einen Warengutschein für 10 Mark im Saloon? Natürlich. Ja. Die Uli möchte auch ziehen. So, der nächste Preis ist ein Getränkegutschein über 6 Mark und den hat gewonnen eine Andrea Krämer. Die hatte doch erst am Dienstag oder am Donnerstag. Dienstag. Nur Stammkunden. Andrea Krämer ist weg. Selbst schuld. Selbst schuld. Weg mit dem Kärtchen. In den Mülleimer. So, hast du noch 2 Versuche? Weißt du, 3 Versuche? 3 Versuche, ein Krefelder. Oh, mit viel Gefühl, mit viel Gefühl. Der hat sich viel Mühe gegeben, macht mit seiner Overdrive und BTO draufgeschrieben. Die Trixie Scharf. Trixie! Fräulein Scharf, Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Ein Getränkegutschein über 6 Mark. Ich höre gerade, wir haben also einen Anrufer mittlerweile. Mit der richtigen Lösung. Das Kartblatt hätte ruhig da liegen lassen können. Guck, bis jetzt hat er alleine diese Oldie-CD-Sammlung gewonnen. Aber vielleicht kommen ja noch weitere und dann entscheidet das Los. Im Moment ist dieser eine Anrufer der Besitzer dieser CD-Sammlung. Ja. Also ob das jetzt Karl Carstens wieder Bundespräsident ist oder Karl Carsten? Nein, Karl Carstens ist Bundespräsident. Achso. Naja, wenn ihr meint, da wäre der Kanzler, dann lassen wir mal Kanzler sein, gell? Oh. Bisschen degradiert. Da hat aber einer ein blindes Huhn in den Korb gelegt, ja? Karl Carstens oder Carsten oder so in der Art hat den nächsten Preis gewonnen. Ist der noch unter uns? Karl also Carsten zum ersten, zum zweiten. Und zum Carsten, zum dritten, weil ich war. Also ich muss dazu sagen, die Tonqualität des Bandes, mit dem dann die CD bespielt wurde, war natürlich oder ist jetzt halt nicht mehr so gut, wie sie mal vor vielen Jahren war. Aber das hören Sie ja wahrscheinlich selber. Aber nicht gezogen, sondern der Peter Lamberti hat gewonnen. Peter. Peter Lamberti bekannt. Auch. Oh. Wir haben mittlerweile alles, 2 Anrufer mit der richtigen Antwort. Aha. Asa Cola und Bier. Bullard, Alter. Oh, da kannst du ja nicht viel von abtrinken. Na gut, der Bitter hat sich den Asa Cola geholt. Sein Kärtchen wandert in den das Mülleimer. Das war die falsche CD. Bleiben noch ein halber Alt und ein halber Bier. Müssen uns beeilen, sonst wird der Bier schal. Der Mike hat eben so gelauert, der darf jetzt ziehen. Vorsicht, Gläser. Ah ja. Na? Ja. Kennst du? Uwe Seeler. Uwe Seeler hat gewonnen. Haben wir einen Uwe Seeler hier? Kam das öfters vor, dass da irgendwelche Leute Karten abgegeben haben mit Namen, die nicht anwesend waren an diesem Tag? Das war reiner Zufall. Karl Carstens musste früher gehen, der ist vor der Verlosung weg. Der war noch keine 18. Und das kam schon öfter mal vor, dass die, dass irgendwelche Leute sich einen Spaß erlaubt haben und haben dann scherzhafte Namen also draufgeschrieben, wenn ihnen die Zeit lang wurde. Ja. Aber das ist halt eben der Reiz einer Live-Sendung, wie du so schön weißt. Ne? Natürlich. Diesen Reiz einer Live-Sendung haben wir ganz zu Anfang erleben dürfen. Ne? Den ganz besonderen Reiz. Ich hoffe, das hat nicht einige Motivierte abgeschreckt, die doch eigentlich hier sich an der Sendung durch einen Telefonanruf beteiligen wollten. Nochmal ein Aufruf. So,
Die Leitungen sind frei. Es ist im Moment kein Anrufer in der Leitung. Es gilt, jetzt anzurufen und seine Geschichten zu erzählen. In der Zwischenzeit weiß ich nicht, ob die Regie das einfangen kann. Ich glaube auch nicht, dass dem Friedhelm das so sonderlich recht ist, aber es ist mir egal. Ich habe ganz tolle Fotos vom Friedhelm aus Saloon-Zeiten. Du wagst es nicht. Schön war's. Aber vielleicht kannst du mal sagen, wer auf diesen Fotos noch drauf ist. Und vielleicht hast du, weißt du, was es den Leuten geworden ist? Weil es ist ein bisschen zu klein für die Kamera zu halten. Ja, auf den Fotos ist drauf ich. Was aus mir geworden ist, naja. Ich sehe den Uli Hübner, heute Polizeibeamter. Am Rhein. Ich sehe den Michael Eses, zu dem habe ich keinen Kontakt mehr. Ich sehe den Hermann Haller, der ist auch seit Urzeiten verschollen. Das sind zensierte Bilder. Das waren eigentlich alle. Sonst haben wir keinen mehr mitgenommen. Aber wir haben die Saloon-Bilder da jetzt. Wir haben die Saloon-Bilder. Das kann man jetzt mal genauer ins Bild holen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wer alles da drauf ist. Das war eine Fahrt, die wir mal gemacht hatten. Das war eine Fahrt mit der Fußballmannschaft des Saloon, der selige SCS, zur Firma Asbach nach Rüdesheim. Da waren wir gut aufgehoben. Das große Schwarz-Weiß-Foto, das ist wahrscheinlich das Standardfoto, das da aufgenommen wurde. Da sieht man hier den Walter Preisel, seine Frau. Dann sieht man hier den Hermann Josef Haller, den Martin Heyer, den Georg Monzel, alles seinerzeit Größen im Wingerohrer Tages- und Nachtleben. Das war schon eine interessante Zeit. Und ich kann mich an unser erstes Fußballspiel eigentlich nicht mehr erinnern. Wir haben die Mannschaft Ende der 70er, glaube ich, gegründet, Klaus. Und am Anfang lief es recht träge, dürftig. Und irgendwann haben wir aber doch mal angefangen, ein paar Spiele zu gewinnen. Spätestens als die halbe erste Mannschaft des SV Altrich bei uns spielte. Da lief es dann besser. Und ich kann mich an ein Fußballspiel erinnern, das wir gegen die Base-Mannschaft von Spangdahlem gemacht haben. Über unsere Kontakte mit den Amerikanern wurde das eingefädelt. Und ich habe es eben schon mal zu Hause erzählt. Da war ein Amerikaner als Schiedsrichter dabei, der offensichtlich mit den fußballerischen Gepflogenheiten nicht so vertraut war. Und nach einer knappen Stunde fragte er dann irgendwann mal, wie lange eigentlich so eine Halbzeit geht. Und wir hatten nur gerade in der 59. Minute den Ausgleich geschossen, in der 59. Minute der ersten Halbzeit. Und das war uns eigentlich ganz recht. Dann haben wir ihm gesagt, es geht 45 Minuten, dann hat er auch gleich zur Halbzeit gepfiffen. Und das Spiel endete dann noch 2-2. Also es war schon nicht von schlechten Eltern. Jo, Klaus, fällt dir eigentlich noch irgendwas zu diesen Bildern ein? Ich habe mich noch nie gerne auf Fotos gesehen, deshalb bin ich auch wahrscheinlich da gar nicht drauf. Ja, wenn du die Tour nach Rüdesheim mitgemacht hast, bist du da nicht drauf. Nee. Nee. Und die andere Geschichte war einfach, die zensierten Fotos. Dazu kann man sagen, dass damals es einfach so Usus war, keine Folge der Muppet Show zu verpassen. Jetzt lief eines Abends eine Sondersendung im ZDF über die Muppet Show und da stellte sich natürlich die Frage für viele, die in den Saloon gehen wollten, was machen wir, gehen wir in den Saloon oder schauen wir uns die Muppet Show an? Da hatte ich die Idee gehabt zu Hause, damals gab es das schon, das war in den Anfängen, die Muppet Show auf Video aufzuzeichnen, dann den Abend dann wie gewohnt im Saloon zu verbringen und dann anschließend zu vorgerückter Stunde nach Wittlich zu fahren, zu mir nach Hause, um eben dann sich die Muppet Show anzusehen. Und das haben wir dann gemacht und da sind also dann diese Bilder entstanden. Und da das so vorgerückter Stunde war und wir auch nicht mehr ganz so alleine waren, sind die Bilder auch entsprechend zensiert. Aber um zurückzukommen auf die Fußballmannschaft des SG Saloon. SCS, Sportclub Saloon. Sportclub. Weil TM hieß ja jeder. Ja. Wir nicht.
Dazu gibt es auch eine Dokumentation, die ich dann auch mal vorspielen möchte auf dieser Saloon-CD. Allerdings ist das, was meine Person betrifft, keine besonders schöne Geschichte, weil als immer noch aktuelles, aktives Mitglied beim SV Greimerath hat man versucht, hier doch diesen Verein etwas auf die Hörner zu nehmen. Und das fand ich natürlich nicht so gut. Jetzt muss ich ganz kurz nachsehen. Jawohl. So, die Regie hat auch wieder Ton drauf. Regie, Ton auf dem CD-Player. Aber? Das heißt, der Thekenmannschaft Saloon. Moment, wir fangen nochmal von. So, das war mein Network. Bitte den Dauerhandler. Nach vom Armin aufgelegt, vielen Dank. So, noch eine Durchsage in eigener Sache. Morgen findet das Schlagerspiel des Jahres statt zwischen dem SCS, das heißt der Thekenmannschaft Saloon, mit dem SV Schleimerath oder TN Schleimerath. Ne, Greimerath, Entschuldigung. Ja, ich spreche das Gespräch mit dem oder. Die CD an dieser Stelle ab, weil das war schon hammerhart, wie hier ein neu gegründeter Sportverein, der später Riesenerfolge erzielen durfte und den Saloon in vielen Begegnungen bitterbös geschlagen hat, dann so tituliert wurde. Aber in dem Zusammenhang haben wir dann jetzt auch nochmal die Stimme des Discjockeys gehört, den es zu erraten gibt. Regie, wie viele Anrufe haben wir zurzeit? Fünf richtige Anrufe haben wir zurzeit, unter denen dann ausgelost wird. Ja, das ist ja natürlich nicht schlecht. Gut, auch nochmal ein Aufruf an diejenigen, die vielleicht nochmal eine Musikfrage haben. Das Archiv haben sie ja gesehen und das wartet eigentlich nur darauf, geknackt zu werden. Das heißt, dass meine Assistentin hier vom Team dann mal ins Archiv geht, um die eine oder andere Platte raussuchen zu müssen. Ich höre, ein Anrufer ist in der Leitung. Herzlich willkommen in der Sendung Star TV Live. Wem haben wir zu tun? Ja, hier ist der Donny. Der Donny. Hallo, wen kennt ihr? Hallo, ja, Peter. Hallo, Donny, wie geht's dir? Wunderbar, ganz toll. Ich komme gerade runter, denke, schalte durch die Programme und habe einen OK auf einmal drin. Sehe euch natürlich da sitzen als alter SCS-Spieler. Denke ich, muss doch mal anrufen. Oho, das ist aber nett. Ja, ich sehe, ihr habt eben ein paar Bilder gezeigt, auch die Tour von Rüdesheim und so weiter. Ach, ich habe auch andere. Ja, also für mich muss man dazu sagen, das interessanteste Spiel war natürlich am letzten TM-Turnier, als wir eine Tennessee-Gruppe geschlagen haben, als der Steve noch 2 Tore geschossen hat, oder? Ja, das war seine Sternstunde. Ja, genau. Und was ich noch gerne sagen würde, du hast eben noch gesagt, den einen oder anderen hast du gar keinen Kontakt mehr. Es ist halt schade, dass man die ganzen Leute nicht mehr zusammenkriegt. Wir hatten uns ja mal drüber unterhalten, mal so Aktion zu starten, um diese Oldies da schon mal an Land zu ziehen und irgendwie sich mal zu treffen. Das wäre natürlich mal eine super Sache. Ich meine, ich habe ja früher auch im Saloon mitgearbeitet, dienstags und donnerstags mit der Marlene zusammen, habe auch die harten und die guten Zeiten und die schlechten Zeiten miterlebt und ich glaube, die ganzen Leute nochmal zu sehen, wäre natürlich eine ganz feine Sache, gell? Das kann ich nur unterstreichen und Walter Preisel hat eben schon angerufen zu Beginn der Sendung und hat dasselbe schon mal vorgeschlagen. Man sollte sich vielleicht mal den Walter als Anlaufpunkt merken. Ja. Er wird das sicher auch gerne machen. Dass man sich beim Walter mal meldet und vielleicht mal über einen Termin sich unterhält. Ja, ja. Klaus, willst du mal mit dem Donny sprechen? Gib mir mal Klaus. Ja, hallo, grüß dich. Ja, grüß dich, Klaus. Eigentlich waren wir ja Konkurrenten, ne? Ich habe ja nur. Ich wollte sagen, was macht der Klaus denn da? Ich habe ja nur ab und zu mal beim SCS ausgeholfen, ne? Ja, richtig. Ich habe allerdings auch noch Fotos zu Hause von Bergweiler, weißt du noch? Ja, richtig, genau. Da haben wir dann richtig auch mal zugelangt. Da durfte dann auch einer von der TM Servatius mal ein Tor für den Saloon schießen. Richtig. Wie läuft's so, Donny? Hä? Wie läuft's denn sonst? Ja, eigentlich ganz gut. Wir kennen uns ja auch privat gut. Hä? Ja, eben. Ich habe euch eben mal an, durch. Ich habe gedacht, ich schalte mir die Programme durch, dann habe ich euch da drin. Ich denke, jetzt muss man eine Zeit lang zuhören, um was es da überhaupt geht. Aber Saloon ist ja doch eine ganz interessante Sache von früher. Ne? Ist ja eigentlich schade, dass es sowas gar nicht mehr gibt. Ne? Ja, wie man sieht, gibt es also da, ich sag mal grob 20 Jahre später, sogar noch ein abendfüllendes Programm, wenn man sich darüber unterhält. Ja, ja, ist richtig. Aber schon mehr mal wieder, die das zuschauen, oder war der Preis bis jetzt der einzigste? Nö, es waren also schon ein paar Leute hier, die auch so Musikwünsche etc. geäußert haben. Ja.
waren also ein paar alte Kandidaten noch dabei, gell? Okay, dann will ich euch gar nicht länger stören. Ich höre nur ein bisschen rein. Und ist ganz gut gemacht bis jetzt. Ja, warte mal, bleib mal dran. Moment, wir haben hier auch noch ein Bild. Ja. Meine Frage, vielleicht kannst du auf dem Bild den ein oder anderen erkennen. Ja. So. Ich schalte das mal in die Kamera. Ja, okay. Moment, so. Ach, du grüne Leute, ja klar. Ja, ist das Bild bekannt? Da sitze ich ja vorne ganz rechts drauf. Ja. Genau, da ist der Walter Preisel, das ist der Friedhelm, der Uli Hübner hinten im Hintergrund zu erkennen, der Steve sieht man noch ganz deutlich. Der Steve, ja. Hinterm Preisel. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht, das Fahrrad hat man übrigens hier aus Altrich irgendwo geliehen, ne? Oder woher war das noch? Ja, ich weiß nicht, vielleicht könnte. Weil der Friedhelm hatte mir im Vorgespräch eben gesagt, der Walter hatte das gekauft. Der Walter hatte das gekauft oder irgendwo ausgeliehen für einen Karnevalsumzug in Wingerohr. Gell, den hat man durch irgendwie da rübergezogen, die Karre, ne? Ja. Und da ist schon mehrmals die Kette abgesprungen. Und alle 500 Meter mussten wir Liter Öl draufschütten. Ja. Ja, ganz klar, die Sache. Wann war das gewesen? Das ist schon bestimmt 10, 15, 20 Jahre her. Ist noch ein Datum zu erkennen? Oh, das muss aber länger her sein, ne? Ja. Man überlegt, wenn 84 das Saloon zugemacht hat und es da ja in seiner Hochzeit war. Ich sehe, dass wir noch ordentlich Haare auf dem Kopf hatten zu dem Zeitpunkt. Ich würde sagen, hast du noch ein paar mehr als jetzt? Ja, ja. Ja, es war eine schöne Zeit. Da haben wir einen Holländer gerammt, aber der hat den Schaden gar nicht mehr ersetzt bekommen. Was? Den Holländer gerammt? Den Holländer gerammt? Ja, irgendwas hatten wir da, eine Kollision mit dem Fahrzeug, weil wir alle so leicht angeheitert waren. Der Walter hat gelenkt und das konnte ja nicht gut. Genau, ja, ja, genau, richtig. Wunderbar. Ich meine, das hätte ich auch nicht irgendwo im Original. Ja, ja, ganz tolle Sache. Okay. Ja, vielen Dank für den Anruf. Dann noch einen schönen Abend und viel Spaß noch mit der Sendung. Guckst du jetzt auch weiter hinzu? Ja, klar, ich bleib dran. Ja, jetzt muss man dann, ne? Okay. Alles klar. Dann. Gut, danke, gut. Schönen Abend noch, gell? Tschüss. Ja, ne, das sind so Sachen, Mensch, wenn wir davon noch mehr bekennen heute Abend, wo die Leute ein bisschen was erzählen von früher. Ja, das Fahrrad, erzählt mal was dazu. Was war das denn da? Das war eigentlich eine ganz eigenwillige Konstruktion, da muss man sich vorstellen, das war ein Sechssitzer-Fahrrad mit einem Tisch in der Mitte und einem 90-Grad-Getriebe, sodass der vorne rechts Sitzende das Ganze lenken konnte. Treten mussten alle und das Besondere war eigentlich der Sonnenschirm, der war eigentlich gar nicht nötig, aber das Wichtigste sieht man auf diesem Foto hier leider nicht. Das Wichtigste war ein kleiner Bollerwagen, der hinten dran hing. Da lag nämlich eine 3-Liter Flasche Asbach drauf, die natürlich nicht den ganzen Umzug gereicht hat. Klaus, konnte ja auch nicht gut gehen mit so vielen Leuten. Und damit sind wir dann im Umzug mitgefahren. War natürlich eine Sensation, aber kam ganz gut an. Die Leute hatten einen riesen Spaß damit. Und dass wir jemanden gerammt hätten, ich kann mich eigentlich nicht dran erinnern, weil ich saß hinten links und habe gar nicht gesehen, was vorne abging, wo der Walter so hingefahren ist. Weil ich musste ja auch mich um den Bollerwagen kümmern. Ich wollte gerade sagen, der Blick war ja dann immer mehr nach hinten gerichtet, wie nach vorne. Ja, das militärisch nennt man das Nachhut. Also, ja. Ja. Du hast aber noch ein paar Bilder. Irgendwelche, die man vielleicht noch zeigen könnte. Vielleicht mal das Bild vom Olli, damit man mal einen Eindruck bekommt davon, wie es aussah. Ja. Hinter den Gitterstäben. Also wenn ich die Zeit jetzt nicht miterlebt hätte, dann würde ich jetzt glatt sagen, so kann man das jetzt sehen. Das ist also der Oliver Schmidt, auch lange Jahre Discjockey im Saloon. Was ist aus dem geworden? Der wohnt heute in Lahnstein. In Lahnstein. Jo. Ja. Und der Flussschiffer, ne? Ist, glaube ich, von Beruf Schiffer. Mhm. Also richtig mit Rhein und Mosel und sowas. Ah ja. Und also, aber Torwart vom SCS. Und war Torwart vom SCS, natürlich, die bewährte Stütze der Abwehr. Aber wenn ich mir dieses Bild so anschaue mit den Gitterstäben, kam es ja nicht als mal vor, dass irgendwelche Leute Bananen reingeworfen haben?
Nicht. Der hieß Oliver Schmidt, nicht. Deshalb habe ich den Nachnamen dazu genannt. Ja. Und nicht Oliver sonst wie. Ja, der Saloon. Heute heißt er Omas gute Stube oder so. Na? Ich glaube, ist auch von den Räumlichkeiten her auch jetzt etwas abgeändert worden. Also der Planwagen, der mal da drin stand, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ne? Das ist schon ja, zu Walter Preisels Zeiten, glaube ich, ist er ausgenommen worden. Das ist also irgendwann mal grundrenoviert worden, wobei der Stil versucht wurde aufrecht zu erhalten. Mhm. Und da ist aber der Planwagen aus Platzgründen dann ausgenommen worden. Mhm. Da sind dann irgendwann mal Toilettenanlagen alle neu gemacht worden und auch, du erinnerst dich vielleicht, zwischen den einzelnen Sitzecken oder Sitzgruppen, die Wandabtrennung im Grunde genommen, das waren so Lederhäute oder nachempfunden Lederhäute, ja, ja. So Bison, weißt du, und Prärie. Ne? Und das hat natürlich dann die Jahre nicht überdauert. Und da wurden dann irgendwann mal Wagenräder reingemacht etc., was halt eben ein bisschen stabiler war. Mhm. Man muss dazu sagen, die Anfangszeiten des Saloon waren natürlich auch ein bisschen heftiger. Deshalb war er ja auch so am Anfang in Verruf. Weil es häufiger musste natürlich dann auch handgreiflich dann aufgeräumt werden. Aber das gab es also jetzt auch, weil ich denke so, die angenehmen Geschichten, lustigen Geschichten, die wir hier erzählen, dann könnte man den Eindruck haben, dass da eigentlich so an negativen Vorfällen eigentlich nichts passiert ist. Aber das, wie du jetzt gerade sahst, scheint das dann doch der Fall gewesen zu sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den ersten Wirt oder ja, der Ewald Schmitz aus Brandenburg war also erster Wirt. Wenn er uns zuhört, grüß dich Ewald. Wir haben den immer den Breiten genannt, weil er auch ein entsprechendes Kreuz hatte. Der hat also da. Telefon. Oh, wir haben einen Anrufer, höre ich gerade. Behalte deine Worte. Ja, herzlich willkommen in der Sendung Star TV Live. Mit wem haben wir zu tun? Günther heiße ich. Hallo Günther. Ja. Wie heißt Ihr Thema dann überhaupt da? Das Thema? Ja, nur Saloon. Ja, Saloon und Musikfragen. Also ist ja furchtbar mit dem Saloon, da geht ja gar nichts ab, habe eben die Bilder gesehen, also ist ja furchtbar. Oh, da kann man nicht unbedingt sagen. Also ich denke, wenn man die Sendung von Anfang an verfolgt hat und gehört hat, was unsere Gäste hier so alles erzählt haben, also ich kann das auch nur bestätigen, weil ich es selber erlebt habe, da ging schon einiges ab, aber der positiven Art und der lustigen Art. Und wenn ich höre, was heute so in manchen Kneipen und Diskotheken los ist, dann muss ich sagen, gelobe ich mir doch die alte Zeit. Was geht denn heutzutage ab? Was heutzutage abgeht? Ja, das haben wir gehört. Auch eine Menge negative Dinge, aber ich denke, das gehört jetzt in die Sendung, diese Dinge hier irgendwo hochzukochen. Doch, das wäre doch interessant, oder? Nicht immer die, ja. Die Rede von Leuten, von denen ja die ganzen Zuschauer keine Ahnung haben. Ja, ich muss ja sagen, als ich bin jetzt für diese Sendung hier verantwortlich und ich stelle die Sendung zusammen und habe dann auch ein bestimmtes Thema. Und über dieses Thema möchte ich dann auch mit meinen Gästen, mit meinen Anrufern sprechen. Und wenn wir jetzt vom Thema ein bisschen abkommen, dann sollte man sich irgendwo ein anderes Forum suchen, um über diese Themen, die gerne angesprochen werden von dem Zuhörer oder von dem Zuschauer, dass man dann sich ein anderes Forum sucht. Also wir können uns gerne über diese Dinge privat mal unterhalten. Du kannst gerne deine Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Ich werde mich bei dir melden. Aber ich denke, für diese Sendung ist das jetzt irgendwo nicht das richtige Thema. Ah ja. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, ja? Okay, danke. Tschüss. Ja, Klaus. Ja, also der Ewald, genannte Breite, hat natürlich da ganz am Anfang erheblich dafür gesorgt, dass da Ruhe eingekehrt ist. Und ich denke, das ist also oder wäre manchen Kneipen heutzutage hätte das auch gut gestanden. Er ließ also da überhaupt gar keine Fragen aufkommen, wer Herr im Haus ist. Erstens, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und da hat es dann den anderen, ein oder anderen Nasenstüber dann schon mal gegeben. Und da muss man also sagen, der Ewald, der hat also da den Saloon sauber gemacht und saloonfähig. Saloonfähig, ja. Und dann war es nachher aber auch gegessen. Das heißt, die Herren in Grün-Weiß aus der Schlossstraße brauchten dann also bei Weitem nicht mehr so häufig anzurücken, wie es fürderhin also der Fall war. Ne? Und da muss man sagen, da gab es also auch wilde Zeiten. Und die waren dann Gott sei Dank vorbei, als wir dann da reinkamen. Da wurde alles anders. Ja. Ja. Also so, ich habe ja eben erwähnt, also meine Zeit begann so ungefähr 1977
und endete eigentlich damit, dass der Walter auch den Saloon aufgab. Und ja, dann gab es auch diverse andere Gründe, warum ich dann keine Alternativen gesucht habe. Nun ja, ich kann mich eigentlich so in dieser Zeit bewusst nicht an eine Situation erinnern, wo irgendeiner Form die Polizei im Saloon auftauchen mussten. Also es war recht friedlich und deswegen habe ich den Saloon auch so in besonders guter Erinnerung, weil man wirklich dahin gegangen ist, um Spaß zu haben und um gemeinsam Spaß zu haben und nebenbei gute Musik zu hören und um nach Hause zu fahren, sie ins Bett zu legen und zu sagen, Mensch, das war schon heute Abend dufte, soweit man dann noch in der Lage war, das zu sagen. Also wie gesagt, von daher habe ich das also in äußerst angenehmer Erinnerung und von daher kam ich auch auf die Idee, als wir im Team von StarTV darüber gesprochen haben, nochmal eine Sendung zu machen, habe ich gesagt, okay, Thema Saloon, das wäre vielleicht was, was viele interessiert und wo wir viele nette, schöne Geschichten haben. Aber ich kriege wieder Hinweis aus der Regie, wir haben einen Anruf in der Leitung. Herzlich willkommen in der Sendung StarTV Live. Mit wem haben wir zu tun? Ja, mit dem Frank. Mit dem Frank. Hallo, ja. Frank. Hallo. Der Saloon ist ja da jetzt Omas Stube. Ja. Ach so. Und, aber ihr macht mal die ganze Abendsendung, oder wie? Bitte? Ihr macht mal den ganzen Abend da die Sendung. Ja, wir machen also jetzt eine Sendung über die über den Saloon, als er noch Saloon hieß. Die Räumlichkeiten sind ja die gleichen geblieben, aber ich denke, dass die heutige Kneipe, ich glaube Diskothek, passt nicht so ganz, kann man jetzt nicht unbedingt mehr vergleichen mit dem Saloon von früher. Ach so. Oder kennst du den Saloon? Ja, also ich kenne nur Omas Stube. Ja, und gehst gerne hin? Ja, also ich meine, Bier ist billig, aber ah, ja. Die Leute sind nicht so toll. Naja, okay. Lassen wir mal so stehen. Na, aber auf jeden Fall von diesen Räumlichkeiten sprechen wir jetzt. Hä? Und vor, ja, wir müssen schon mal sagen, vor langer, langer Zeit waren diese Räumlichkeiten etwas anders gestaltet und diese heutige Wirtschaft oder heutige Kneipe hieß damals Saloon und war eine Diskothek. Weil da gab es nämlich richtige Discjockeys, die noch richtige Platten mit Löchern in der Mitte aufgelegt haben, die auch geknistert und geknackt haben. Ich werde gleich mal ein paar solcher Lieder kurz anspielen. Ja, das ist Oldie Time, oder? Ja, um so ein bisschen, ja, ist Oldie Time, ja. Dürfte ich vielleicht noch jemanden grüßen? Ja klar, mach das. Ja, dann grüße ich erstmal die ganzen Jungs beim Altbauerbruch vom Heiner in der Kneipe. Ja. Und da wünsche ich noch viel Spaß bei der Sendung. Das finde ich nett. Vielen Dank für den Anruf, das fanden wir toll. Jo. Na, viel Spaß noch, einen schönen Abend. Jo, tschüss. Dankeschön, tschüss. Ja, das war mal jemand, der ja den Saloon dann gar nicht gekannt hat und sich dann dafür interessiert hat. Ja, ich hatte es ja eben gerade auch dem Anrufer erzählt. Ich versuche mal so ein bisschen von dem Flair des Saloons rüberzubringen, indem ich so ein paar Sachen aus dem Saloon anspiele. Was hat man denn damals gespielt? Ich habe ja diese CD hier liegen. Nur mal, fangen wir mal von vorne an. So, was war? Ja. Ein Lied fängt gleich an mit The Baby von den Hollies. Wurde oft gespielt, weil ich es sehr oft gewünscht habe. Das war also mein Lieblingslied von den Hollies. An der Stimme des Sängers erkennt man nicht unbedingt, dass es die Hollies sind, weil man bei dieser Single einen anderen Sänger hatte wie sonst. Na? Regie, krieg mal ein bisschen Musik auf die CD. Ist schon. Ah, da. Ja. Das sind die Hollies. The Baby. Ja. Ja, während jetzt hier, kann man sagen, mein Lieblingslied während der Saloon-Zeit lief, gehe ich mal rüber ins Archiv und guck mal, ob wir irgendwie eine Schallplatte haben. Was habt ihr gerne gehört? Oh, was haben wir gerne gehört? Was habt ihr gerne gehört? So? Stones. Stones. Die Beatles. Die Beatles. Haben wir alles da. Ich hole mal einfach so eine Platte. Und dann gucken wir mal, ob wir den Flair der alten guten Zeit irgendwie vermittelt bekommen. Ich spiele mal hier so ganz langsam. So, dann schauen wir mal. Ich würde dann sagen, wir gucken mal einfach bei den Singles nach.
Was haben wir denn hier? Irgendwas Altes. Ja. Sondern Barry Gibb, der von den Bee Gees. Elvis Memory. Absolute Rarität, aber ich will jetzt mal vielleicht eher nach einem Hit gucken, der damals gelaufen ist im Saloon. Schauen wir einfach mal. Und die dann auch noch richtig knistert. Was haben wir denn damals gehört? Diamonds Blues Band. Auch nicht unbedingt. Dave the Dozy, Biggie Megantich. Wer kennt nicht? The Legend of... Ja. Ich hol sie mal gerade raus. The Legend of Xanadu. Ich leg's mal auf. Kommen Sie gerade mit? Ja, hier in unsere gute Stube. Guten Abend, Herr Wagen. So. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Stones geholt und nicht unbedingt die Beatles. Ich habe einfach meine Single rausgekramt. DJ Ötzi. Ja. DJ Ötzi, ja. Krieg mal gerade das Mikrofon auf Seite. So, wer es also nicht mehr kennt, das ist also eine Single. Im Gegensatz zu den CDs, da sind wir. Ja. Im Gegensatz zu den CDs durfte man die also in der Rille nicht anpacken, weil die sonst verkratzt wurden und die haben sich dann furchtbar angehört. Also hier, das ist also Dave the Dozy, Biggie, Mick and Titch. Und das war The Legend of Xanadu. Ja, damals hat man noch gesehen, wie der Plattenteller sich gedreht hat. Ja, da werden alte Erinnerungen wach. Ah, es knistert auch schön. Ah. Esta es la leyenda de Xanadu. Ja, das ist zum Beispiel so eine Single. Heute geht man ja hin und tut ganz nervös auf dem Plattenteller hin und her schieben. Und dann kommt natürlich was ganz anderes bei raus, wie das, was man jetzt so zu hören bekommt. Ja, und verpackt. Was damals auch sehr interessant war, die Singles waren verpackt in sogenannte Plattenhüllen. Heute würde man sagen Covers, wo sind wir drauf? Wien? Ja. Und was sehr interessant war, auf der Rückseite hat man Werbung gemacht für andere Lieder. Zum Beispiel hier. Das wurde das Cover abgebildet von Esther und Abi Ofari, Morning of My Life. Was haben wir noch? Heidi Prühl. Mein Weg zu dir. Dann von Vicky, Grünes Licht, Gerhard Wendland. Damals ganz groß und neu im Kommen, Musikkassetten. Ja, Vico Toriani. Ja, dann hat man also richtig noch Werbung gemacht. Für die Künstler der damaligen Zeit. Ja. Wer kennt das heute noch? Eine Single. Da gibt es nur Maxi-CDs und sogenannte Longplayer oder wie heißen diese? Oder eine Doppel-CD, CD oder Maxi-CD. Oder gibt es auch eine Minidisc, aber auch das ist ja langsam im Aussterben. Geht ja alles auf CD, MP3 und so weiter. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Ja, ja, das mal jetzt so, wie gesagt, ein Beispiel für die Musik der Saloon-Zeit. Sie erkennen die Musik ganz deutlich am Rauschen und Knistern und Knacken. Und was heute von der damaligen Zeit übrig geblieben ist, dass eben die Knochen der damaligen Besucher vom Saloon heute knistern und knacken. Ja, ne? Wenn man sich diese Single anguckt, er hat auch schon bessere Tage erlebt. Ich höre gerade, wir haben einen Anrufer in der Leitung, von daher gehe ich mal hier aus der tollen Musik raus. Herzlich willkommen in der Sendung Star TV Live. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ja, hier ist die Erika Werner. Eben habt ihr mich irgendwie auf dem Band gehabt, Erika Sartoris. Ah, so, ja. Hallo. Hast du bei der Verlosung gewonnen gehabt? Genau, ich hatte bei der Verlosung gewonnen. Ja. Ja. Hallo, guckst du die Sendung schon von Anfang an? Nee, der Nachbar hat mich angerufen und hat gesagt, du bist im Fernsehen gewesen, guck mal schnell. Ja, toll.
Kennst du die beiden älteren Herren hier neben mir? Ja, Friedhelm kenn ich und Klaus kenn ich auch. Der hat am Silvester noch schön Disc-Jockey gemacht, war prima, wie immer. Macht er das immer noch? Ja, ab und zu, glaube ich, ja. Hat er gut gemacht? Ja, super war es. Und auch die Sachen von früher aufgelegt oder mehr jetzt doch Richtung DJ Ötzi? Nee, lauter alte Sachen. Lauter gute Sachen sind gelaufen. Bist früher viel ins Saloon gegangen? Ja, so kann man sagen, ja, fast jeden Tag. Ja? Ich habe auch eine Zeit da gearbeitet. Ja? Ja, mit der Lydia zusammen. Mit der Lydia, ja. Und mit der Marlene. Der Marlene, ja. Ja. Genau. Aha. Ja. Und viel Kohle gemacht damals. Konnte man eigentlich da reich werden? Hat der Walter gut gezahlt? Weil der Walter guckt nämlich jetzt auch zu. Und deswegen ist jetzt ganz interessant, mal die Frage zu stellen. Hat der Walter gut bezahlt damals? Also für meine Verhältnisse hat er gut bezahlt, ja. Ich war damals arme Schülerin und doch, ich fand, er hat schon sehr gut bezahlt. Ja? Das wird den Walter freuen. Da schlägt das Herz vom Walter natürlich höher. Kann man das von den Discjockeys auch sagen? Wurde dir gut bezahlt? Die haben sich immer beschwert, ne? Guckt der Walter wirklich noch zu? Wir wollen ja keinen Streit mit ihm haben. Nee, es war schon in Ordnung. Ja. Also lag im grünen reich werden konnte man da natürlich nicht, aber es war für uns als Schüler oder Studenten ein schönes Zubrot, was man nebenher verdient hat. Ja. Und ich sage immer, man war ohnehin im Saloon, da konnte man auch was tun, da konnte man sich dann auch bezahlen lassen. Also du warst also auch zufrieden mit dem, was du da verdient hast, war da also schon okay. Wie lange hast du bedient da im Saloon? Also ich war ein paar Jahre und bis der Walter aufgehört hat. Bis der Walter aufgehört hat? Ja. Aha. Ja, war eigentlich schade, dass er aufgehört hat. Ja. Da lief dann eigentlich. Das haben viele gesagt, ne? Weil danach kam eigentlich so nimm mehr das nach, was man so gekannt hat vom ich sag mal klassischen Saloon. Nee, ja? Der Laden konnte man im Grunde genommen danach vergessen. Ja, ja. Also das ist dann immer weniger geworden. Schade, ja, schade. Leider. Ich denke, die jeweiligen Pächter hatten vielleicht ihr Bestes versucht, aber vielleicht war es auch ein Zeichen der Zeit, dass einfach irgendwo die Sache dann ausgelaufen war. Ja, das kann natürlich auch sein. Das war halt eben nicht mehr so. Ja. Und den Friedhelm wollte ich noch fragen, der hatte eben dieses Fotoalbum dabei. Hast du auch das Bild von dem Saloon, von dem Wagen, den man für Fasching mal gebaut hat, und da drin gehabt? Ja, wir hatten also eben, hatten wir ein Bild gezeigt, das war ein Fahrer, oder das sollte ein Fahrzeug gewesen sein. Nee, diese Kutsche. Kannst du dich noch daran erinnern, Peter? Wir hatten nochmal diese Western-Kutsche gebaut. Nee, kann ich mich nicht mehr erinnern. Du warst nicht dabei. Ich habe jedenfalls keine Fotos davon. Nee, also ich habe jetzt auch kein Foto davon, ich hätte mal gerne eins gehabt. Aber an die Kutsche kannst du dich noch erinnern. Ja. Ja. Die wurde in mühevoller Kleinarbeit damals zusammengebaut. Ja. Endlose Wochenenden. Ja. Der Friedhelm sagte mir auch vor Beginn der Sendung, also er wäre bei vielen Dingen dabei gewesen, aber das würde noch lange nicht bedeuten, dass ich an viele Dinge erinnern kann. Also, ja. Ja, und das haben wir dann einfach mal so stehen lassen. Ne? Ja, ist okay. Ja, gut. Auch Discjockeys werden älter. Ah ja, gut. Ja, darf ich dich mal fragen, hast du irgendwie eine besondere Geschichte erlebt im Saloon, die du vielleicht mal uns erzählen kannst? Zur allgemeinen Erheiterung? Ich weiß, ich kann mich im Moment dann gar nicht erinnern. Nee, eigentlich nicht. Ganz viele besondere Geschichten, aber da will ich jetzt keine von erzählen, zu persönlich. Ah ja, okay. Nee, das wollen wir dann ja auch nicht. Ja. Na? Okay. Cool. Ja, nett, dass du angerufen hast. Ja, ich hoffe, du verfolgst noch weiterhin die Sendung bis zum bitteren Ende. Ja, wenn du noch was von Bab spielen könntest, weil das haben wir mal gern gehört. Was von Bab? Verdammt lang her. Ja. Würde ja eigentlich jetzt passen. Beispiel. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir das im Archiv haben. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir... man wird jetzt ins Archiv gehen und kramen. Es gibt eine LP von Bab, da ist das Lied verdammt lang her drauf. Für Ustischnicke. Ustischnicke, das ist eine weiße Hülle. Für Ustischnicke. Was? Für Ustischnicke. Für Ustischnicke. Also, genau. Für Ustischnicke. Gut. Okay. Wir werden es spielen, wir werden es allerdings... Seien wir nicht böse, nicht ganz spielen, weil das ist dann zu lang, aber ein bisschen anspielen, alte Erinnerungen zurückrufen. Werden wir tun. Ja? Ja? Viel Spaß noch. Okay, vielen Dank für den Anruf. Gell, schönen Abend noch. Tschüss. Ciao, Erika. Tschüss. Ja, Zwischenzeit hat auch angerufen, ich habe gerade einen Hinweis bekommen, angerufen hat eine Frau Monika Borsch aus Wittlich. Ich soll die jetzige Zeit nicht vergessen. Monika, natürlich vergesse ich die jetzige Zeit nicht. Ich vergesse auch nicht die Zeit, die unmittelbar nach dem Saloon folgte. Das war nämlich für mich persönlich die Zeit, wir hatten damals gesagt, die Königin der Nacht, das war die Gertrud Porco im Casino-Keller.
Das war so die Zeit, die für mich nach der Saloon-Zeit folgte. Und auch diese Zeit war sehr, sehr schön. Da habe ich viele nette Erinnerungen dran. Wir können uns aber darüber unterhalten. Vielleicht machen wir mal auch da über diese Zeit eine Sendung. Laden wir die Gertrud ein und ein paar Leute, die früher dahin gegangen sind. Und ja, tun wir auch diese alten Erinnerungen ein bisschen auffrischen. Okay, Monika, ich verspreche dir das. Wir reden mal drüber. Ne? Ob wir eine Sendung machen, kann ich nicht versprechen, aber dass wir darüber reden. Ne? Gucken wir mal. So, jetzt habe ich hier die Platte liegen von Bab, verdammt lang her. Die hole ich dann jetzt mal raus. Das ist allerdings nicht die, die ich gemeint habe, aber da ist das Lied auch drauf, das ist also kein Problem. So. Das ist jetzt im Gegensatz zu früher, ist das, zu eben, ist das eine LP. Da waren also jetzt ein paar mehrere Lieder drauf. Nur Mikrofon auf Seite legen. So, für alle die das nicht mehr kennen, das ist also eine LP. Da waren so ein paar Lieder mehr drauf. Wo haben wir es? So, die Kamera. Ja. So, hat auch ein Loch in der Mitte, war nur ein bisschen kleiner. Deswegen muss ich jetzt den Adapter hier rausholen. Der heißt Puck. Puck heißt er. Puck heißt das Ding, ja. Das Loch oder das ist das Teil für... Der Adapter. Der Adapter, ah. Puck. Kenn ich nur vom Eishockey, ja, genau. So, jetzt muss ich hier umstellen, die Geschwindigkeit, weil im Gegensatz zu der CD, wo man Minidisc und normale CD ja ganz normal abspielen kann, musste man bei den Schallplatten damals die Geschwindigkeit verändern. So. Jetzt muss ich mal gucken, den Arm hochheben, irgendwo jetzt verdammt lang her zu finden. Na, wir hören mal rein. Ja. Ja, das ist also jetzt eine Live-Aufnahme aus dem Saloon, wie der Friedhelm treffend bemerkt. Ja. Da hatte Bugs Papp so den ersten Unplugged-Auftritt. Ja. Und dieser grelle Dauerton im Hintergrund, das war der Klaus, der hatte dann den Finger in der Steckdose. Ja. 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 Lief oft im Saloon, ne? So. Jetzt kam Stimmung auf im Saloon. Weil jetzt hat der Friedhelm sein T-Shirt weggeworfen und dann ging's los. Ja, ich blende dann mal aus. Zum Leidwesen aller, die das Lied noch gern weitergehört hätten. Aber ich habe noch vor, einige Lieder kurz anzuspielen und vorzustellen, die eben damals im Saloon unter anderem gelaufen sind. Da haben wir zum Beispiel einmal die Erkennungsmelodie von... Das wäre ja der Schluss gewesen. Adi Luxemburg. Wer kennt sie nicht? Ich. Oder... Es lief die Erkennungsmelodie von den großen Acht, auch in Radio Luxemburg. Ja, Technik, lass mich nicht gestellt. Ja, da werden bestimmt einige Erinnerungen wach. Adi, schöne gute alte Techno. Was? Alte Techno. Alte Techno.
Ja. Hörbar. Ja, oder die Erkennungsmelodie von dem Klaus. Das war also der Klaus, der erste, und dann setzt sie die Musik ein. Das war also immer dann, wenn man den Klaus auf die Füße getreten hat, und dann gesagt, mach auf, es geht los. Oder wer kennt nicht? Das haben wir doch schon gehabt, das war noch der Klaus. Schon wieder einen auf die Füße getreten. Schon wieder einen auf die Füße, ja. Was hast du einen auf die Füße gekriegt? Jo. Ja, du hast auf die Füße gehabt. Bibamme and the Stringers, Nutcracker. Das war ein Nussknacker-Sweet. Für die Klassenfreunde. Rechte Hand ist im Fernsehen, mach weiter. Darauf konnte man tanzen wie verrückt. Was sind die Röcke geflogen? Oder die Erkennungsmelodie von Britten. Das Lied hieß Grooving with Mr. Blow, richtig? Jo. Und der Interpret war Mr. Blow. Es lief. Für alle jungen Menschen, die anfingen, auf der Hammond-Orgel zu spielen und zu üben. Das ist Early Bird von André Brasseur. Ja, was hat man damals noch gespielt? Für alle Motorrad-Freaks, auch André Brasseur. Das Lied hieß Spezial 230. Werden musste, dass man sonntags in die Kirche zu gehen hat, der wurde mit diesem Lied daran erinnert. Das war die Gruppe Hurt mit dem Lied From the Underworld, oder ist die Gruppe Hurt mit From the Underworld. Der damalige Gitarrist ist Peter Frampton, der ist dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt. Hit war von denen der Friday on My Mind. Ne? Ja. Später nochmal gecovert von dem Gary Moore, aber der war weit in der Zukunft. Mhm. Oh, das glaube ich, blende ich jetzt weiter, sonst schlafen uns die Zuschauer ein. Das waren die Easy Beats. Herman's Hermits, My Sentimental Friend. Hermits hatten ihren größten Hit mit No Milk Today damals, ja. Ende der 60er Jahre. So. Und wer hat damals nicht vor dem Fernseher gesessen und sich folgende Sendung reingezogen? Wenigstens. Das war nämlich die Erkennungsmelodie der Serie Die Monkees. Und ja, die Musikgruppe, die da aufgetreten ist, das waren also die berühmten Monkees.
wie gesagt, ich will es nicht zu sehr jetzt in die Länge treiben. Zwei Sachen will ich noch anspielen. Und zwar eine Sache. Und zwar gab es mal eine englische Gruppe, die hieß Spencer Davies Group, und die hatten mal einen. Wie hieß das damals? Bravo, den Bambi? Der Otto. Oder ein Otto, einen Otto gewonnen. Genau. Und dann aus Anlass der Verleihung des goldenen Ottos haben sie ein Lied in Deutsch aufgenommen. Wer kann sich noch erinnern? Die Spencer Davies Group. Das war in Schöneberg. Die Spencer Davies Group. Damals mit Stevie Winwood, Pete York, Muffinwood. Ich würde vorschlagen, du hast da, habe ich jetzt gesehen, eine Scheibe hingelegt bekommen. Damit kannst du wunderschön den Bogen zu heute spannen, weil die läuft heute auch in der Fernsehwerbung für ein Produkt, für das ich natürlich keine Werbung machen möchte, aber das ist damals im Saloon gelaufen und da sind die Feuerzeuge angegangen. Das wird heute... Nein, du hast da eine von brauner Farbe so eine Scheibe liegen. Eine LP. Die? Eine LP. Ach, die... Ne, oben. Die von Bab? Nee. Jackson. Brauchst du keine LP hier liegen? Ja. Jackson? Jackson Brown. Jackson Brown? Wo habe ich Jackson Brown? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Nein. Jackson Brown Stay, ja. Das ging unter dem Schlaf. Ja, ja. Ist the load? Am Schluss the load out. The load out and stay. Ja, die Spencer Davies Group. Letzter Titel, den ich spielen möchte. Es war meine erste Single, die ich hatte. Meine erste Schallplatte. Wer kennt das Lied nicht? Musste man haben. So, und dieses Lied möchte ich als Hintergrundmusik holen für die Verlosung. So, es haben angerufen. Wie viele haben angerufen? Sechs. Sechs richtige. Sechs Anrufe. Sechs richtige Anrufe. Ja. Wir haben die Adressen und Namen der sechs richtigen Anrufer. Hier auf dem Plattenteller. Und wir werden also jetzt die Verlosung vornehmen. Und ich hatte ja eben gesagt, diese tolle CD-Box, gespendet von der Firma Bungart, die kann man gewinnen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe 5 solcher Boxen geschenkt bekommen. Das heißt, da werde ich die auch jetzt alle verlosen. Und halt nur einer hat Pech gehabt, aber den werde ich auch namentlich benennen. Und die Adresse werde ich mir merken und er bekommt dann ein gesondertes Geschenk. Da werde ich mir von der Firma Bungert vielleicht nochmal sowas geben lassen. Dann haben wir dann noch das 6. Pack. Aber fangen wir an mit der Verlosung. So. 75 Oldie Best Hits mit Donovan, mit den Trucks, Paper Lace, Christie, Spencer Davies Hook, haben wir eben gehört, Marmalade und vielen mehr, hat gewonnen. So, jetzt hier auf dem Plattenteller, ziehen wir mal. Wer hat gewonnen? Aha. Ja, ich lass das mal vorlesen vom Friedhelm. Ja? Hattest du eigentlich schon die Frage beantwortet? Nee, da kannst du ja machen, weil du musst ja dann vorlesen, ob das auch dann richtig ist. So, der erste Preis gewonnen hat... Ach, die kennt man doch noch. Erster Preis geht an Erika Werner aus der Grabenstraße in Wingerohr. Mit der richtigen Lösung. Die richtige Lösung war... Markus Sips. Markus Sips. So, kann ich das der Regie geben, weil dass man hier den Namen draufschreibt oder den Zettel dabei legt? Ach so, bei Gottschalk kommt jetzt immer so ein Notar und nimmt das entgegen. Ja, haben wir auch hier. Notar Light. In der Light-Version. Du machst den nächsten. Ja, du musst auch mal vorlesen. Markus Sips war also die richtige Antwort. Jetzt, was haben wir hier? Milestones Pop und Rock 60er und 70er Jahre. Schön, dabei sind Sweet, Herman's Hermits, Chubby Checker, The Animals, Crosby and Nash, Chris Andrews, die Carpenters, Beach Boys und viele mehr.
gewonnen hat diesen Dreierpack CDs. Bitte abzuholen hier im offenen Kanal. Die Geschäftszeiten sind im Rollband zu entnehmen. Also wer gewonnen hat, bitte hier im offenen Kanal seinen Preis abholen. Irgendwann. Wie gesagt, die Geschäftszeiten, wann hier jemand ist, ist im Rollband zu entnehmen. So, da habe ich dies. Klaus, da möchte ich dich bitten vorzulesen. Nee. Ja, ich würde jetzt fast sagen, weil ich mich in Saloon-Zeiten zurückerinnere, ein Liter Bier hat gewonnen. Ja, aber ja. Das war nämlich damals auch so. Vielleicht sollte man sagen, das hast du vergessen, glaube ich, wenn man die CDs abholen kommt, dass man seinen Ausweis mitbringt. Ja klar, natürlich, es kann jeder kommen und sagen, ich bin der und der. Und wissen die Leute ja nicht, wer es ist. Ja, auch jemand, der schon im Saloon seinerzeit hin und wieder gewonnen hat. Wieder ein Wengerohrer. Nämlich der Martin Heyer aus der Petrusstraße. Grüß dich Mortimer, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. So, dann haben wir hier 75 Mann, wir können die Favorite Hits. Da sind drauf die Drifters, Trucks, die Searchers, Chubby Checker, Love Affair, die Equals, Sam and Dave, Vinny Lopez, Paul Anker. Und Fats Domino und viele mehr. Diese CD, also Dreier-CD-Sammlung, Oldie-CD-Sammlung hat gewonnen. Na. So, dann darf ich den Friedhelm nochmal bitten, den Gewinner vorzulesen und auch gleichzeitig die CD zu präsentieren. Also, Hermann, ich sehe es schon kommen. Wir können die alle heute Abend mit einer Wengerohr nehmen. Ja. Diese wunderschöne CD-Zusammenstellung hat gewonnen. Jürgen Schmitz aus der Ringstraße in Wengerohr. Auch hier die richtige Lösung, Markus Sips. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen. So, herzlichen Glückwunsch von hier aus. So, nochmal 75 Favorite Hits mit den Drifters, mit Robert Parker, mit den Archies, mit Amy Stewart. Willie Nelson, Mary Hopkins, Chubby Checker, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Little Richard und den Ventures hat gewonnen. Na. Hat gewonnen. Oh, den muss ich jetzt selber vorlesen, weil das würde ja passen zu der heutigen Sendung. Es hat gewonnen in der Hermann J. Haller Show ein Hermann J. Und zwar der Hermann Josef Simon. Aus der Ringstraße 1 in Wengerohr. Ist der euch auch bekannt? Ja, Wengerohr ist ein Dorf, ne? Was? So. Dann darf ich der Regie das hier auch nochmal geben. Seht ihr dran? So, dann haben wir jetzt noch einen Pack, den wir offiziell verlosen, aber den letzten. Das heißt immer so schön, den letzten beißen die Hunde. Ich suche jetzt einfach mal wahllos raus. Nehmen wir den hier. Der hat gewonnen. Oder diejenige hat gewonnen. Milestones, Pop und Rock. Mango Jerry, Mort, Badfinger, Rod Stewart, Pilot, Beach Boys. The Animals, Jimmy Cliff, Lindsay DePaul und viele mehr. Roy Orbison. Die sitzen die gewonnen hat. Also wie sie damals. Auch nochmal weiter, bitte. Oh. Ist ja gar keine aus Wengerohr. Aber trotzdem kennt man. Ja. Diese wunderschöne CD geht an Ralf Arnoldi aus Wittlichdorf. Auch hier die richtige Lösung, Markus Hips. Herzlichen Glückwunsch, Ralf. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Ja, gut. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier noch einen Teilnehmer an der Verlosung. Die Preise sind uns ausgegangen, aber ihm sei versichert, dass ich mich mit ihm in Verbindung setzen werde. Und er wird von uns auch eine Oldie-CD bekommen, entweder eine oder Dreierpack. Ich werde bei unserem Sponsor dieser Sendung, bei der Firma Bungart aus Wittlich, nachfragen, ob wir noch einen Preis nachgereicht bekommen. Und dieser Preis wäre für Christian Tetert
in Wittlichdorf in der Pittstraße 5a. Euch auch bekannt? Jo. Ja, wunderbar. So, das lege ich mir mal hier auf Seite. Mit der Finger hoch. Ja. Da werde ich mich also in jeden Fall mit in Verbindung setzen. So, die Musik lief ja hier weiter. So, dann gehe ich nochmal gerade rüber zu meinen Gästen. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende der Sendung. Ich darf mich recht herzlich bedanken dafür, dass ihr gekommen seid und eure Erlebnisse, eure Geschichten, eure Eindrücke vom damaligen Leben in dem Saloon, wie ihr dargestellt habt, gezeigt habt. Dafür vielen Dank. Eine Gage können wir euch nicht bezahlen, aber ich weiß, dass ihr auch heute immer noch gerne gute Musik hört. Und Friedhelm, für dich habe ich eine besondere CD, eine Doppel-Live-CD von den Eagles, die sich 1996 zusammengetan haben wieder für eine kurze Reunion-Tour. Waren in Amerika sehr erfolgreich, waren auch hier in Deutschland, in Frankfurt. Und da gibt es eine Live-Doppel-CD. Die möchte ich dir als kleines Dankeschön überreichen. Friedhelm, vielen Dank, dass du gekommen bist. Da freue ich mich. So, danke fürs Sitzen. So, und eine kleine Geschichte zum Klaus. Da ich jemand bin, der schon eigentlich von klein auf sich sehr für Musik interessiert, direkt zum Hobby gemacht hat, hat natürlich sofort seine Ohren überall, wenn es jemand gibt, der irgendwo eine Platte sucht und sie nirgends findet. Dann versuche ich mich meistens auf den Weg zu machen, die zu finden. Und es ist mir auch in dem Fall von dem Klaus gelungen, der vor vielen, vielen Jahren schon zu Saloon-Zeiten ein Lied der Hollies gesucht hat, Son of a Rotten Gambler. Ein wunderschönes Lied, was nicht unbedingt auf jeder Greatest Hits oder Biggest Hits oder wie sie auch immer hießen, LP erschienen ist. Aber es ist mir dann vor einigen Jahren gelungen, ihm die Original-Single zu besorgen. Aber heute, wer legt heute noch eine Single auf? Ich habe geguckt, dass wir diese Sache mal auf CD bekommen. Und als kleines Dankeschön, Klaus, dafür, dass du heute Abend gekommen bist, kriegst du dann hier diese CD von mir, von den Hollies. Ist auch drauf, Son of the Rotten Gambler. Oh. Vielen Dank, Klaus. Also vielen, vielen Dank. Super, ja. Danke. So, dann kommen wir langsam zum Ende der heutigen Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen. Ja, und hier unser Plattenteller, er dreht sich gar nicht mehr richtig. So, die Platten haben wir, ist auch schon alles durcheinander geraten. Ich habe mir so ein kleines Konzept hier hingelegt. Ich tue so, als würde ich es nicht ablesen. Deswegen lege ich das Blatt einfach mal so locker dahin. Ja. So, ich kriege von der Regie einen kleinen Hinweis. Ich soll mich doch einfach setzen. Hält man mich für so alt, dass ich nicht mehr stehen kann? Ja, wir lieben netten Leute. Ich darf in dem Zusammenhang vielleicht auch noch sagen, dass wir in Zukunft unsere Sendungen mit Gästen immer in dieser ganz ausgezeichneten die Regie, was wollt ihr mir sagen? Also, ja, also vielen Dank an die Firma Möbel Kings, die uns diese Rattan-Garnitur zur Verfügung gestellt hat. So, dann bedanke ich mich heute Abend bei der Firma Möbel Kings, bei Fridolin Jakobs für Feuerwerksartikel, wie man das hier schön sieht, Gaston Lübeck, Werbetechnik. Ich bedanke mich bei der Firma Bungert. Ich bedanke mich bei Oldtimer und Hochzeitsfahrten Müllen in Wittlich, bei der Firma Elektro Spang für ihre Unterstützung und last but not least bei der Firma AdWeb Factory, die letztendlich für unsere Webseite mitverantwortlich sind. Ich erinnere nochmal daran, startv-wittlich.de ist unsere Internetadresse. Wer Interesse hat, kann gerne mal dort nachschauen und sich ein bisschen über das informieren, was bisher so gelaufen ist. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern für Ihr Interesse, bei allen, die zugekommen haben, alle, die ausgeharrt haben. Ich bedanke mich ganz besonders bei meinem Team von StarTV, die letztendlich mit dafür verantwortlich sind, dass diese Sendung so zu realisieren war. Vielen Dank und auf Wiedersehen.